Kann losgehen. Warte. Sauerkirschen. Nee, wir machen das heute. Herzlich willkommen bei den White Russians. Heute wieder mit Flomitier, Dellinger, Wanderzart und natürlich mir, der Trollballerina. Wir sind auf YouTube, das heißt, wir sind jung, fresh und total aufgedreht. Das letzte Mal war es total super. Wieso? Du nimmst mir jetzt schon auf den Sack. Außerdem bin ich nicht fresh und nicht jung. Hey. Wir sind... Auf YouTube, reicht das nicht? Feucht ausgewaschen, also sind wir fresh. It's fresh, exciting. Also oh, letztes Mal, als ich fresh war, da gab's noch Fahr in der Deodose. Das erinnert mich, wir hatten die Trikots von der Mannschaft, wir wurden gesponsert von Opes, falls euch das noch was sagt. Und da stand einfach drauf, die Riesen-Freshheit. Ich meine, man hat sich echt nur so mittelmäßig geschämt, muss ich sagen. Perfekt. Also in der letzten Folge? Nicht schon wieder. Na, aber sichi. Haben wir uns mit Verkehrsplanung auseinandergesetzt. Und haben dabei sozusagen das Wissen der Welt übertroffen, sodass wir uns jetzt erst wiedersehen. Verstehe ich nicht, aber stimmt. Ja, sozusagen dein Wissen. Du musst ja erstmal ein paar Sachen dir durchgehen. Ach, das meinst du? Na, ja, du bist doch die Welt, in der wir uns bewegen und an der wir uns reiben. Ja, das Wissen übertrifft man sehr schnell. Außer wenn es um Vaginalpilze geht. Da dauert es ein bisschen länger. Das stimmt. Da kennst du dich mit aus. Jeder muss ein Kerngebiet haben. Und das ist das Pulskern. Ey, es gibt so eine Seite, wo YouTube-Kanäle irgendwie durch die ganzen Daten da geestimated werden, wie man ja in Deutschland sagt. Die total sinnlos ist, klar. Und da wird quasi von jedem das Gehalt eingeschätzt. Und ich vermute mal, ich nehme einfach mal an, die Berechnung ist einigermaßen okay. Wir würden bis zu $3 im Jahr kriegen, Alter. Also von den paar, wir haben ja, glaube ich, nur 4 Videos, an denen irgendwelche Leute verdienen. Aber $3 im Jahr, also das ist schon ziemlich sick. Geil. Ich verlange ab jetzt einen Gehaltscheck. Den musst du bei verschiedenen Anwaltskanzleien einlösen. Und in den Folgen bist du ja nicht dabei, also wird das echt schwierig. Aber ich könnte dich in Liebe bezahlen. Oh, das ist unbezahlbar. Das heißt, ich krieg was wieder. Geil. Super. Ja. All meine Das heißt, Liebe. Wir machen jetzt $30 im Monat. Was? Denkst du, meine Liebe ist so wenig wert? Alles klar. Also ich sag mal, $3 im Jahr war schon eine gute Schätzung. AFK? Ich sag immer, er ist nur überbezahlte Fachkraft. Das war's dann mit dem Steifen. Ach so, ich dachte, von euch sagt jetzt jemand viel Spaß und bleibt geil, aber okay. Nee, das ist doch dein Text. Ja. Viel Spaß und bleibt geil. Also Leute. Hatten wir eigentlich aufgehört, als ihr noch in dem Ding wart? Ich weiß das nicht. Die beiden Kids, in Anführungsstrichen, sind rausgeflogen. Ach, dort wart ihr ja schon. Na genau, das wusste ich. Ja, siehst du. Ich bin sowas von up to date. So, kurze Recherchen später. Wir hatten ja schon gesagt, PMS, da die Drohnen, ne? Jo. Da ja jetzt Rabotnik und Horizon Nahrungsmittel produzieren wollen, und das wollen sie teils auch in Moskau, werden über Flughäfen angekarrt verschiedene Materialien inklusive großer Mengen Flüssigkeit. Zum Beispiel für so Algen-Scheiß, ne? So, und die werden dann weiterverteilt mit Drohnen mit dicken Tanks.
Die sind, wie ihr sagt, so ungefähr taxigroß. Genau. Um so ein Ding akkurat zu besitzen, müsste man natürlich den Host da rein, den Drohnenverwaltungssteuerungshost. Dann muss man da die quasi aus der Kartei löschen. Und am besten macht man das, also dann müsste man ihr noch einen Befehl vortäuschen, dass vielleicht irgendwo hinfliegt, das wäre ja sonst doof. Und dann müsste man vielleicht noch, bevor die wieder abhebt, einen Schleierchip einbauen. Das wäre ein etwas speziellerer, als man normalerweise hat. Den kann Jojo bauen, beziehungsweise ihr könnt den beide bauen. Kostet auch ein bisschen mehr. Und ihr wisst beide nicht genau, wo genau der dran sitzen müsste. Oder wie genau der, eher wie genau eingebaut wird. Da müsstet ihr euch nochmal mit irgendjemandem unterhalten, der da Ahnung hat. So, das heißt, wenn die da wieder abhebt, dass das, also bei Drohnen so einer Größe, da wird das ja irgendwie eine Flugüberwachungszentral-Tower-Dingens da geben, ne? Dass der quasi nicht genau weiß, wo die herkommt, aber die erstmal akzeptiert und nicht meldet. Ne? Soweit. Sehr gut. Dann habe ich nochmal ganz kurz drüber nachgedacht, wenn ihr die Drohne auf die Fahrbahn krachen lasst und möglichst zum Beispiel einen größeren Wagen seitlich touchiert, nennen wir das mal, dann ist die Fahrbahn auf jeden Fall platt. Ob dann, also zwei Fahrbahnen sind dann platt, ob die Gegenrichtung mit zerstört wird, hängt ein bisschen davon ab, wie geschickt der Flieger ist in der Selbstmordaktion, womit ihr die Drohne beladen wollt. Aber und natürlich von Glück. Es kann sein, dass es nicht alle vier erwischt. Die Wahrscheinlichkeit ist so, je nachdem wie gut der Flieger ist, so 60-80%, dass beide betroffen sind, ausreichend. Aber halt auch nur 60-80%. Selbst bei so einem taxigroßen Ding. Ist die Frage, reicht denn eine, weil durch eine Spur kommt ja nicht viel mehr durch. Das ist ja so die Frage an der guten Dame aus der Planung, ob das denn reichen würde. Na, ich meinte, die zwei Spuren in eine Richtung sind damit platt. Ob die anderen beiden betroffen sind, ausreichend betroffen sind, dass das eine Stunde lang dauert, ist halt dann die Frage. Das meine ich. Was heißt, ob der guten Dame das reicht? Ansage war halt, der Verkehr soll auf beiden Spuren für eine Stunde lang mindestens stillstehen. Gut, also reicht's dir nicht. Du hast da bessere Kontakte zu deinem Bruder als ich. Naja, wie gesagt, Ansage war eine Stunde lang Vollsperrung quasi. Was man aber wahrscheinlich, ich denke mal schon, dass es zu einem ausreichend starken Unfall kommen wird. Wahrscheinlich erschrecken die sich, selbst wenn dann was auf die andere Fahrbahn kracht. Ich nehme mal an, dass von den lieben Stadtverbänden, die fahren ja alle nicht mehr selbst Grid Guide. Ha, keine Unfälle. Naja doch, Grid Guide ist, also die Autopiloten sind ja und das Grid Guide zusammen sind ja trotzdem nur so und so schnell, weißt du? Und durch das Grid Guide glaube ich, dass die auch dichter fahren werden, also auffahren werden, weil die ja viel schneller, weil die Autos ja viel schneller reagieren als die Menschen. Und ein paar Sachen halt vorausplanen können, die der Mensch nicht vorausplanen kann. Ja, was ich aber meine, ist, dass diese Unfälle, die ich da jetzt meine, auf der Gegenspur eher durch Schreck und das Verziehen des Lenkrads erreicht werden, also zumindest eher dadurch bedingst werden und nicht, weil da tatsächlich ein Auto abgelenkt würde und damit kann man in dem Fall dann nicht rechnen, das meinte ich. Ja, da hast du recht. Also Auffahrunfälle sind noch genauso wahrscheinlich, aber die Erschrecksachen sind, ja. Und das wäre die Art von Unfall, mit der man, wenn die Leute selber fahren würden, sicher rechnen könnte, aber mit einem Grid-Guide-System eben nicht. Gut, wenn zufälligerweise vorher das Grid-Guide ausfällt, wäre natürlich sehr offensichtlich, aber, ja, aber wenn ihr das schafft, das Grid Guide außer Gefecht zu setzen, dann würde ich sogar sagen, dann seid ihr echt gut. Ja, muss ja nur für ein paar Minuten und sein. Und ohne Hacken. Ja. Das Grid Guide basiert ja auch auf Grid Guide Sendemasten wahrscheinlich, oder? Mitunter. Obwohl, das ist ja alles vermascht, das ist immer so kacke mit dem. Na, das ist jetzt für mich tatsächlich mal eine Frage, weil das wäre irgendwie, ich meine, die werden da schon sicher drauf aufpassen auf die Dinger, aber letzten Endes
stellt sich mir da die Frage, da müsste man eigentlich rankommen. Ich denke mal, dass wenige Leute wirklich so weit gehen werden, um einen Grid Guide auszuschalten. Ich glaube, das ist. Ich weiß es nicht ganz. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber Matrix läuft ja auch viel völlig kabellos, auch Sendemasten, Comlink zu Comlink und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie ist das mit dem Grid Guide? Wie funktioniert das auch so wie die Matrix, dass ich quasi einfach dann das nächstbeste Gerät als in Anführungsstrichen Host nehme und von da aus dann weiterspringe? Das ist ein SR5 noch ein bisschen besser ausgebaut, dass du mehr Sendemasten hast, um eine Abdeckung zu gewährleisten, auch wenn keine Comlinks da sind, außer in Gebieten, wo es niemanden interessiert. Aber ja. Na, dann ist doch die Frage, A, was ist denn mit einem harten Störsender? Kann ein harter Störsender dafür sorgen, dass das Grid Guide kurzzeitig ausfällt? Wenn man jetzt einen wirklich guten Störsender in diesen Autobahnabschnitt brächte. Wenn du einen wirklich, 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 wirklich krassen Störsender hast, ja, dann werden viele Wägen nicht genug Autopilot aufwenden können, um sicher zu fahren. Was ist denn, wenn man jetzt sagt, okay, ich verringere, falls das möglich ist, ich verringere die Dichte der Sendemasten, die diesen Bereich abdecken, wenn das möglich ist? Es muss ja nicht sein, dass ich muss sie ja nicht komplett zum Erliegen bringen, aber wenigstens ein oder zwei Sendemasten, die für dieses Gebiet noch zuständig sind, die lasse ich ausfallen. Und geh dann mit einem Störsender ran, der machbar und bezahlbar ist. Das müsste dann doch eigentlich reichen, wenn das Netz schwächer ist, oder? Ja, du brauchst trotzdem noch den gleichen Störsender, weil doch das stört ja den einen Sender fast nicht. Naja, aber den kann man, wird der nicht, also ich sag mal, ich stelle mir das halt quasi so vor, wie ich habe jetzt eine gute WLAN-Abdeckung irgendwie in meiner Wohnung und dann verringere ich aber das Signal. Das heißt, ich sehe dann nur noch in dem einen Raum was, beziehungsweise wenn dann noch irgendwie ich zusätzlich Skype anmache, packt mein Laptop es halt einfach nicht mehr genug Signal zu kriegen und fällt ständig aus. Ich glaube, die Analogie ist nicht gut und deswegen ist es was anderes. Die Analogie ist wahrscheinlich deswegen schwierig, weil das WLAN kein redundantes, vermaschtes System ist, was du in deiner Wohnung hast. Du, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir das nur irgendwie so vor, wie ich habe ein recht dichtes Netz und jetzt löse ich da ein, zwei Fäden raus. Das heißt, ich überlaste im Grunde genommen die anderen Leitungen. Da müssen zu viele Signale durch. Es kommt zu Störungen und zu was weiß ich nicht was. Und das kann eine gewisse Weile nicht mehr ausgeglichen werden. Das heißt, das System ist anfälliger. Und wenn ich dann noch irgendwas ins System reinschmeiße oder vielleicht sogar das Gegenteil, es irgendwie schaffe da. Wobei, nee, da müsste man ja ins System selber, das geht nicht, glaube ich. Aber wenn man es dann irgendwie schafft, das System zu überlasten, sodass quasi zu Latenzzeiten oder zu irgendwas anderem kommt. Aber da wäre halt der Störsender als ich schmeiß dir noch einen Keil zwischen die Füße irgendwie mir in den Sinn gekommen. Das andere wäre jetzt irgendwas, was diesen Sender, diese Sendemasten kurzzeitig mit Daten überlastet. Einfach, also wenn ich da quasi was anschließe und dann einfach irgendein Dr. Baryshnikov Porno-Programm anschließen oder irgendwie so ein Scheiß halt, so als Idee einfach. Spamzonen gelten theoretisch über die Matrix, um das zu langsam zu machen. Ja, das ist richtig. Spamzonen sind ein Problem. Und ich glaube, es ist auch noch erfolgreicher, wenn der Störsender nicht den Mast verbumst, Sondern die sondern auf Autos. die Straße gerichtet ist, weil weil die Das Autos ja meinte ich schwächer doch. sind. Das Siehst du, meinte ich. das habe ich zum Beispiel nicht Nee, mitgerichtet. nee, ich wollte nur ein oder zwei Sendemasten rausnehmen, um das Netz leichter zu machen, wenn das geht. Und dann auf die Autobahn diesen Störsender tun, weil die Autos ja viel anfälliger sind. Und ich dachte, dass das dann reicht, dass ich dann einen etwas weniger krassen Störsender brauche, um die Autos lahmzulegen auf der Autobahn, nicht die Sendemasten. Also mit einer Müsste quasi Spamzone und Störsender klingt das gar nicht so unvernünftig. klappen. Also die müssen ja nur in gegenseitiger Sendereichweite sein, wenn die beiden Sender in dem Bereich weg sind, müssen die eh geroutet werden über die Autos und wenn die Autos dann schon nicht mehr routen können, weil sie zugespammt werden, sollte es klappen. So würde ich das jetzt übrigens machen.
Na, entweder das oder halt, mit, wie gesagt, mit diesem Störsender oder beides. Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung, ob sich das gegenseitig aufhebt oder irgendwas anderes. Nur die Autos, die eine gute Firewall haben, dass man da irgendwie, oder die Leute, die eine gute Firewall haben, dass man das irgendwie umgehen kann. Firewall ist ja egal bei Störsendern. Ja, bei Störsendern schon, aber nicht bei einer Spamzone. Du meinst bei der Spamzone, ja. Sprich, auf irgendeine Weise erzeugen wir verdammt viel Fallout an Neues, ja? Genau. Also ihr meint, ihr wollt mal bei Horizon einkaufen? Wir haben doch schon Dr. Borisnikov, Blanco, Comlinks. Ja, das Comlink haben wir doch noch. Genau, das replizieren wir auf die neuen, die wir noch haben. Und verteilen die quasi an der Strecke. Euer Baryshnikov ist inzwischen ganz schön alt, ne? Ach, scheiße. Hm. Aber wir haben neuen Comlinks. Mit einer Sendeleistung von die 3. Wir können aber gegebenenfalls was anderes vielleicht. Also, wozu haben wir dich eigentlich? Sagt sie jetzt und schaut den Hacker an. Du kennst dich doch aus damit. Findest doch bestimmt hervorragend Viren und all so ein Scheiß. Das ist doch genau dein Gebiet, oder? Mein Gebiet, bin ich jetzt Tupfelschwein? Ja, ich kann Viren und so ein Kram. Nein, kein Problem. Nein, entschuldige, nein, das meine ich nicht, sondern, aber ich glaube, wer, wenn nicht du, hat denn dann die irgendwie nötigen Kontakte, um an sowas ranzukommen? Kontakte, wie gesagt, mein Adressbuch konnte ich komplett gulieren, aber im Zweifelsfall mache ich jetzt einfach schön. Naja, ich dachte über die Matrix halt, weißt du? Ja, meine Matrix-Kontakte sind alle im Augenblick verbrannt. Oh, okay. Scheiße. Ja, aber wie gesagt, zur Not mache ich uns einen. Wir haben ja ein bisschen Zeit, muss ja eigentlich alles morgen passieren. Wir richten einfach in der Zeit da in den Wartungstunneln einen Knoten ein, den entsprechenden. Und dann mache ich uns in der Zeit schon mal den Knoten. Die Ladung für den Knoten, sprich so richtig halt schön in Spam-Bios. Ja. Das müsste gehen. Dann sollten wir eventuell gucken, was denn da für am meisten für Autos langfahren, damit wir den Virus wahrscheinlich anpassen können. Das ist doch wahrscheinlich ähnlich wie beim richtigen Virus, oder? Ist das eine Frage an mich? Nein, das war eine Frage vom Spieler von Carvan zu dem Hacker, weil ich als Spieler weiß, dass das systemabhängige Viren wesentlich besser funktionieren. Ja, das ist ja klar. Ja, aber ich denke mal, in dem Fall kommt es ja eher auf die grobe Art des Knotens an. Also, das sei der Unterschied zwischen Auto und Toaster und nicht Saab und Benz oder sowas. Naja, Mostrans ist hier unheimlich viel. Die werden wahrscheinlich alle einen ähnlichen Knoten haben. Oder das wird doch wahrscheinlich alles ähnlich sein, dann von einer Firma, oder? Kann man das nicht auf eine Firma anpassen? Yep. Mostrans, das dachte ich. Mostrans halt. Und Aztec. Mostrans, Aztec. Ja, Rabotnik kannst du rauslassen. Also, da kommt es drauf an, wen wir jetzt mehr ficken wollen, ob Mostrans oder Aztec. Und natürlich Monsoon. Mostrans und Monsoon. Ich mag Aztec. Ja, aber so Knoten können ja auch im Zweifelsfall mehrere Viren starten, oder? Das stimmt. Wenn du das packst. Du musst sie halt nur schreiben, ja. Das ist halt so die Frage, wie schnell du so ein Ding schreiben kannst, dass es vernünftig funktioniert. Naja, Moment. Für sowas, ne? Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht sogar die Eisbrecher wieder mit ins Boot holen kann. Die helfen uns bestimmt. Die haben doch immer so einen Scheiß. Müssten wir wahrscheinlich kaufen, aber wenn es gegen Konzern XY geht, da sind die doch immer sofort dabei. Dann machen wir doch mal eine zarte Preisanfrage, gucken, was wir dafür kriegen. Und im Zweifelsfall mache ich selber. Ja, nee, wenn dann du mit denen zusammen, weil du derjenige bist, der sich auskennt. Aber ich dachte, um an mehrere Sachen und an Rohmaterial zu kommen, ist es ja nicht schlecht, wenn du zumindest schon mal was hast. Ja, sicher. Ich meine, außerdem stehen die darauf, die Verantwortung für sowas zu übernehmen. Die finden das immer ganz toll. Vielleicht kannst du auch einfach nur die Sicherheitslücken oder so, wie auch immer das funktioniert, von denen kaufen. Irgendwas halt, aber ich denke schon, dass sie da es ist zumindest schon, dass sie dabei sind irgendwie, beziehungsweise, dass sie uns da helfen würden und dass sie
wahrscheinlich da auch, naja. Claimen können, ja. Ja. Und ich sag mal so, theoretisch, wenn das Grid Guide ausfällt, ich weiß gar nicht, brauchen wir dann überhaupt noch die Drohne, theoretisch? Nö. Doch. Wir müssen ja irgendwas stören. Also, wenn nichts auf der Straße passiert, werden ja wahrscheinlich die Piloten sagen, oh, ohne Grid Guide. Die Autopiloten werden dann irgendwie so ein Standardprotokoll haben. Also, außer die von den ganz Schlechten. Da kann dann mal was passieren. Aber ich glaube, das wird dann nicht zu einer Stunde Stillstand führen. Keine übelste Massenkarambolage. Aber dann brauchen wir vielleicht nicht so eine große, sondern dann reichen drei kleine Wetterdrohnen oder irgendwas anderes, was dann auf die Straße fliegt. Weißt du, wie groß eine Wetterdrohne ist? Ja, okay, drei kleinere Drohnen, drei kleine Lieferdrohnen, die jetzt nicht so hart bewacht sind, um das System zu stören. Weil wenn das einmal so ist, müssen wir ja nur quasi die Autopiloten außer Dingens bringen. Und da ist die Frage, ob wir da noch so eine Riesendrohne klauen müssen. Also ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig das ist. Ja, aber ich glaube, drei kleine Drohnen sind wesentlich auffälliger. Obwohl, die könnten auch von dem WLAN, von der Sperrzone gestört sein und deswegen Fehlfunktion haben. Ja. Die haben meistens deutlich bessere Piloten. Und wir können welche nehmen, die zufällig halt nicht über Mostrans und Aztec oder so laufen. Naja gut, aber die große Flugdrohne hätte ja auch theoretisch einen wesentlich besseren Piloten, ne? Also, da hast du unter Umständen recht, aber das werde ich jetzt einfach nicht zugeben. Das Ding ist, bei drei kleineren, der Massenunterschied ist halt enorm. Ja, nee, mir geht's nicht um den Massenunterschied, sondern in dem Fall geht's ja darum, das eigentliche Problem ist ja, das Grid Guide funktioniert nicht mehr. So, das heißt, die meisten Leute können wahrscheinlich gar nicht mehr selbst fahren. Das heißt, sie sind eh schon völlig überfordert mit dieser ganzen Sache. Die Autos haben einen Autopiloten, der wahrscheinlich einigermaßen annehmbar ist. Wir brauchen jetzt also was das System stört und den Autopiloten dazu bringt, abzubremsen oder die Leute dazu bringt, selbst ans Steuer zu greifen. Und da reichen doch im Grunde genommen, wenn da jetzt Und da war es weg. Wenn da jetzt, sag ich mal, zwei, drei, vier kleinere Drohnen einfach, die man theoretisch sogar irgendwo kaufen kann oder irgendwas, gut, das jetzt nicht kaufen, aber irgendwie sowas in der Art, die man sich leicht beschaffen kann, im Verhältnis zu so einer Riesendrohne dann auf die Straße fallen, reicht das doch aus, um Unfälle zu verursachen und wahrscheinlich nicht wenige. Und die fahren so nah auf, dass wenn einer steht, da alle anderen mit draufknallen. Aber das wird vermutlich dann... Also, ich weiß nicht, so drei kleine ist schon ein massiver Unterschied zu so einem dicken Brummer, ne? Na, ich meine jetzt nicht winzig kleine, ne? Ich meine schon ausreichend, aber ich sag mal, wenn dir plötzlich jemand einen Koffer vor die Frontscheibe schmeißt, dann, oder den Koffer von oben auf die Frontscheibe fliegt, reicht das wahrscheinlich aus, dass du einen dicken Unfall baust. Ist natürlich aber immer noch was anderes als so ein Ding, was zum Beispiel in Van oder LKW reinkracht und noch eine Tonne ist übertrieben, 250 Kilo Terpentin drin hat. Das ist absolut richtig und das sehe ich auch ein. Da kann man halt mal gucken, ob sich das beschaffen lässt, sage ich mal. Also wie groß der Aufwand ist, so eine Drohne zu kriegen und wie hoch das Risiko ist, so eine Drohne zu kriegen und die dann auch noch zu steuern. Irgendwie vor allen Dingen in einer Zone, in der dann ja sowieso ein Störsender ist. So, das heißt, dass wir es wahrscheinlich nur noch schlecht steuern können. Na, der Störsender ist euch doch egal. Erstens ist er auf die Fahrbahn gerichtet, das ist ab der Höhe der Drohne ziemlich Wurst. Und B, kannst du ja Frequenzen ausnehmen. Ja, gut, stimmt. Ich vergesse jedes Mal wieder, dass man Frequenzen ausnehmen kann. Das plan das jedes Mal. Aber ja, gut, da kann man dann gucken, ob das irgendwie, ob das geht. Aber ich sag mal, das würde mir halt wesentlich besser gefallen, als wenn wir jetzt anfangen, dann eine riesen Drohne zu hacken, theoretisch, oder irgendwie zu machen, weil... Ja, ich sag mal, hacken eigentlich die Ansage war, wir sollen es so wenig wie möglich machen. Andere also zumindest, Idee. Zumindest in diesem Bereich selbst. Also jetzt so außenrum ist ja Wurst irgendwie, um jetzt irgendwie was zu kreieren oder was weiß ich nicht was. Aber in diesem Bereich selbst war ja die Ansage möglichst wenig. Ich weiß halt, ich kann nicht einschätzen, wie gut man das irgendwie zurückverfolgen kann oder wie sehr man da irgendwas machen kann. Wenn wir Eisbrecher ins Boot kriegen, sind das die Sündenböcke. Aber wenn nicht, dann ist halt scheiße. Wenn ihr die Eisbrecher bekommt, ist natürlich die Hacking-Klausel so ein bisschen teilweise rausgenommen, ne? Ja, okay, stimmt. Also wenn die da mitmachen, dann ist aber halt auch, ehrlich gesagt, klare Suppe, dass das sein kann, dass die Leute dann da hinterher sind. Aber das werden die auch wissen, denke ich. Also, die werden dann schon wissen, worauf sie sich da einlassen, nehme ich mal an.
Eine andere Idee wäre, statt einer Flugdrohne, gehen wir nochmal zurück auf Bodenfahrzeuge. Wir nehmen uns einfach irgendein größeres automatisch fahrendes Auto, ja, und manipulieren den Autopiloten, dass wir dieses Sicherheitsprotokoll deaktivieren. Oder verändern noch besser, dass er Ja, deinen oder Schlenker macht. verändern, ja, dass der seine Arme ausbricht oder irgendeinen Scheiß, ja, und lassen den absichtlich dann in diese Störerfalle fahren. Das stimmt. Das müsste man doch eigentlich machen können. Die Dinger haben doch alle Navigationsgeräte. Wenn man da dieses Sicherheitsding einfach irgendwie rausnimmt oder diesen Block herausnimmt und dem Ding dann einfach irgendwie sagt, hier, wenn du da und da bist, mache einfach mal einen Riesenschlenker durch die Leitplanke durch oder was weiß ich was. Mit genug Geschwindigkeit müsste das gehen. Dann kommt so ein Wagen auch locker durch die Leitplanke. LKWs Ja. fahren ja immer rechts, ne? Ich rede nicht von LKWs. Also. Aber so Ja. ein ordentliches Auto, was weiß ich, so eine Art Bumsbuli, nur vielleicht etwas ein bisschen stabiler, reicht ja aus. Oder so ein So ein handelsüblicher Sprinter. Van oder sowas. Ja, genau, oder halt so ein Sprinter oder sowas, so ein Umzugssprinter, der ist ja auch schon dick. Da müsst ihr mich jetzt halt aufklären. Ich weiß nicht, wie das mit Leitplanken ist. Ich dachte, bei einer Geschwindigkeit von 80 würden die so einen ausbrechenden Wagen noch halten, dass sie dafür ja so gebaut sind. Nein. Ja. Nicht mehr? Ich glaube aus Sicherheitsgründen nicht. Weil vermutlich der Schwerpunkt ein bisschen weit oben ist und der dann drüber fällt, ne? Ja. Vor Das allen ergibt Dingen, Sinn. wenn Gerade man. wenn du relativ frontal gegen diese Leitplanke knallst, Ja, ja, das dann. werden wir ja nicht schaffen. Aber ich meine, wir müssen bedenken, dieser Wagen muss auf jeden Fall auf der linken Spur fahren, um dann durch die Leitplanke durchzukommen. Und wir sollten das wirklich so machen, dass diese Notfall. Datei kaputt ist, weil sonst sieht das wieder nach Hacking aus. Ja, genau, das meine ich ja. Dass man diese Notfalldatei einfach korrumpiert irgendwie und dann einfach dafür sorgt, dass da irgendwas drin ist, dass irgendwie dieses Ding nicht mehr auswertbar ist, beziehungsweise was hinten reinpacken, weißt du? Bei so einem großen Sprinter kann man ja irgendwie. Stocktest gerade sehr stark, bei mir jedenfalls. Entschuldigung. Ich sagte, man kann ja in diesen großen Sprinter kann man ja trotzdem irgendeinen Scheiß reinpacken, der die Fahrbahn versaut. Das geht, da ist ja genug Platz drin, wenn dann die Türen Richtig. aufgehen. Möbel, Zimmer, Pflanzen. Also ich meine, Butter. Butter ist auch okay, aber Butter ist arschteuer. ich meinte das nicht mal als Witz. Schmierfett. Altes Öl. Frittenfett. Aus Altes Öl ist diversen, auch böse. ja, aus so diversen Frittenschmieden zusammengeholt. Alles klar, pass auf, ihr macht das dann, ne? Übelster Unfall? Erster am Unfallort? Nee, die Polizei hat Zeit, okay. Feuerwehr, naja, okay, hat auch Zeit. Aber Vicky, die steht dort wie eine Eins. Man hört nur so ein Fum, wabbel, wabbel, Am besten packen wir das ganze Fett in so Biohazard-Beutel, ja, die so aussehen, als kämen sie gerade irgendwie von der von so, ja, Fettabsaugklinik ich oder wollte schon sowas. sagen, von so einer Absaugklinik, von so einer Ja. Schönheitsklinik Warum holt irgendwie. ihr euch dort nicht wirklich Fett? Weil das viel zu aufwendig ist, da ranzukommen. Und ich heiße nicht Tyler Durden. Hehehe. Tyler Durden ist witzig. Aber. Aber prinzipiell finde ich die Idee ehrlich gesagt wirklich gut, dass dieses so altes Frittenfett oder so in so Biohazard-Beutel zu packen. Ja. Weil dann werden die das Ding auf jeden Fall sperren. Und zusammen Und das mit. erzeugt auch ein paar mehr Unfälle, glaube ich. Naja, Das zusammen Frittenfett mit. auf jeden Fall, aber dieses Biohazard-Zeichen, wenn das, sobald das der erste Typ sieht, werden die da alles absperren. Ja, natürlich. Okay. Wenn er den LKW noch bemalt als hier Gefahrentransport, gut, Penis. Ja, und dann so ein Sprinter sollte rankommen sein. Also leichter als an so eine fette Flugdrohne und auch leichter als an einen LKW. Ja. Jo. Jupp. Ja, Ja, gut. gut. Klingt nach Ich einem wollte heute halt Plan. eigentlich TikToks Hirn rösten, aber naja, dann machen wir das nicht. Was? Na, Haha. der muss ja noch Viren schreiben. Heute bleibt die Verdammt, dabei Küche würde es kalt. bestimmt zerstören. Na gut, ich bin mal ganz kurz Licht anmachen. Immer die gleichen Ausreden. Bei uns im Westen heißt das den Lurchwürgen. Re. Contra. Hat. Damen Solo.
Darm-Solo? Ja, Damen-Solo. Ach so, Damen-Solo. Darm-Solo. Wanderzer, mhm. Darm-Solo. Okay, dann hatte ich wirklich Darm-Solo verstanden. Gut. Ich wunderte mich leicht. Ich dachte, das wären meine kleinen schmutzigen Gedanken. Nein, es sind nicht deine kleinen schmutzigen Gedanken, es sind meine kleinen schmutzigen Worte. Sexy. Okay, sein, also mache ich mich jetzt an den Virus und ihr guckt mal, wo ihr so einen Transporter aufgetrieben kriegt. Vielleicht sollten wir uns auch noch mal die Massen angucken. Ja. Können wir und machen. Transporter. Transporter und Masten. Aber ich denke, Transporter müssten wir wahrscheinlich klauen irgendwo. Es wäre am besten. Ich denke auch. Muss ja auch kein neuer sein. Es kann ja auch ein älterer sein. Das ist ja völlig Wurst. Jo. Aber da ihr euch eh in Moskau und so weiter besser auskennt, könnt ihr ja das schon mal ausspähen. Ich kenne mich mit der Matrix aus, ich bastel an dem Virus rum. Und altes Frittenfett besorgen. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Wir fahren dann doch auf Vicky, wo sie das immer hernimmt. Wir fahren Vicky, wo sie ihr Parfum kauft, meinst du? okay, nein, das war jetzt gemein. Aber lustig. mit den Eisbrechern müssten wir noch quatschen. Shoot. Das könnten wir dann zusammen machen, oder? Wenn die mit dir reden, das weiß ich nicht. Muss ich da mal ausdingsen. Letztes Mal haben sie sich so ein bisschen gehabt. Ja, kannst du ja mal vorfühlen. Und wenn sie sagen, ja, so ein Taschenelfen, den schnuppern wir mal, dann melde ich mich bei denen. Diese Begeisterung. Nee, ich habe gerade tatsächlich konzentriertes überlegt. Konzentriertes Nachdenken. Dann wie Spielleiter, ich kenne mich doch hervorragend aus auf den Straßen Moskaus. Ich nehme mal an, Mostrans stellt tatsächlich einen Großteil der Wagen. Mein eigener Wagen ist ja auch von Mostrans. Der Spielleiter immer mit uns. Pass mal auf. Die soziale und die freie Marktwirtschaft funktionieren, okay? Wir haben einen soliden Wettbewerb. Wir haben keine Monopolstellung, okay? Wir haben einfach eine gute Durchmischung. Es ist nicht alles von Mostrans. Du hast keine Ahnung. Marktführer wird sein Mostrans, ja. Aber vor allen Dingen auch wegen Motorradbereichen. Aber Aztec macht immer noch einen signifikanten Teil. Und dann hast du halt noch kleinere Anbieter. Es gibt ja noch ein paar andere und Töchter und so weiter. Mostrans sind schon echt viele. Aztec sind schon auch noch viele. Und der Rest ist dann halt klein Scheiß. Ja, nur es wird leichter sein, die Eisbrecher zu kriegen, wenn wir auf einen spezifischen Konzern gehen. Darum geht's. So habe ich zumindest die Eisbrecher kennengelernt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß ja mittlerweile auch ein bisschen was über die. Fakt ist System. Ich meine, wenn du sagst, gegen Aztec und Mostrans sind das ja zwei spezifische Konzerne. Ist auch okay. Das stimmt. Okay. Also sobald wir eine Abdeckung von, sagen wir, ungefähr 80% haben des Marktes, soll das, denke ich, genügen. Ja, 70 ist er auch noch genug. Ja. Ja, gut. Okay, dann, sie schaut TikTok nochmal an, Aztec und Mostrans. Ja. Meinst du, du packst das, oder? Denke. Gut. Wenn ich die nicht persönlich hacken muss. Nee. nee. Aber dann. Ich sag denen dann einfach, dass du quasi mit uns dabei bist und dass sie vielleicht quatschen die dann auch mit dir zusammen. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann gucken. Ich schau mal, ob ich bemühe mich, dass du mitkommen kannst, weil du dich eher am besten auskennst. Gut. Okay. Dann brauchten wir noch Sendemasten. Kaban, kannst du mit den Sendemasten nicht mal mit rein Drohnen gucken gehen? Wie das da aussieht? Denke ich, kriege ich hin. Mit der Transportdrohne müsste ich das hinkriegen, ja. Erstmal nur, um zu gucken, irgendwie, wie es da jetzt drumherum aussieht, ohne dass man da jetzt erstmal rein muss, nur dass wir mal einen Überblick haben, ob das überhaupt geht.
Vielleicht sollten wir das auch zuerst machen. Mhm. Das kann ich, das kriege ich hin. Das ist nicht das Problem. Cutie, Meister, was brauchen wir denn für einen Störsender? Was habt ihr denn für welche? Warte. Keine Ahnung. Gruppenkasse. Ja. Muss ich nur erstmal aufmachen. Sag mal ganz dumm, ihr wisst, dass da bestimmt ein Störsender ist, da funktioniert er eigentlich nur durch Interferenz quasi, oder? Teils. Da legst du einfach ein starkes Signal auf die Frequenz, die sozusagen Datenmüll produziert. Also das heißt, Signalmüll. Das heißt, wenn hier steht, Wände können das stark beeinflussen, ist das teilweise Quatsch, oder? Nee, weil Wände auch Funksignale stark beeinflussen können. Die gelten als Barriere quasi, also ja, im System klar, jetzt nicht. Das ist schon klar. Aber wenn du zum Beispiel eine WLAN-Ausleitung machst, aber ich meine, die, ja die Shadowrun-Signale müssen ja viel, viel kräftiger sein, weil ja alles einigermaßen abgedeckt ist, weißt du? Na gut, okay, aber ja, nee, da, okay, passt. Dann da ist der Sinn. Störsender ja auch, ne? Ja. Also okay. Bei Shadowrun nimmt der Störsender halt mit entsprechender Entfernung immer wieder ab, ist ja auch klar, ist ja auch so. Aber es ist halt, muss halt gucken, wie weit. Das ist, dicke Mauern sind natürlich schlecht. Ja, habt ihr dort auch keine Mauern, es war bloß gerade so. Also je nachdem, wo es anbaut. Eben. Zur Not an irgendeine Drohne pappen. So, ihr habt einen Bereichsstörsender Stufe 3 und einen Zielgerichteten Stufe 4. Um mal Flummis Suche abzukürzen. Achso, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie Probleme. Tell me news. Ansonsten werde ich mich darum kümmern, etwas. Ich kann sie ja leider nicht selber bauen, weil ich keine elektronische Kriegsführung habe, aber. Ja, du hast sie ja letztes Mal selber gebaut, du brauchst sie für Elektronik. Du hast mir gesagt, ich habe den letzten Störsender, den ich gebaut habe, habe ich mit Alex zusammengebaut, weil du mir gesagt hast, ich bräuchte elektronische Kriegsführung. Na, dann baust du mit Carver oder TikTok. Die haben das beide. Also ich meine, was ich damals gesagt habe, stimmt natürlich. Ich wollte nur noch mal testen, ob du das gemerkt hast. Das ist ja ganz klar. Ja, ich merke mir sowas. Ja. Ja, den müsstest du schon einmal nachrüsten. Das wäre echt gut, warte. Dann mache ich das. Ja, du. Guten Tag, das ist ja erbärmlich, okay. Kostenpunkt ist 400. Ich nehme mal an, das wird ohnehin die Gang übernehmen. Zur Hälfte. Okay. Den können wir behalten, den starken Störsender. Ich aktualisiere den mal in der Gruppenkasse, ne? Der ist jetzt Stufe 5 dann. Gut, wird irgendwie, keine Ahnung, einen Tag dauern. Mit einem von den beiden, ist egal wem. Dann macht das Ding, der gerade am meisten Zeit hat. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt mit dem anderen Programm läuft. Klar, man wollte ja die Masten mal bespatzen und Flümi hat jetzt erstmal einen Termin bei den Eisbrechern und ich eventuell auch. Das klingt so, als würde ich wahrscheinlich an dem Ding rumschrauben. Im Störsender? Ja. Ihr habt so viel Zeit, ihr könnt auch eine Triple-Session machen. Gruppensex. Nee. 3. Nee, du süßer Störsender. 3, jetzt erst recht, meinst du? Weil wir Spaß dritt sind. Hä? Wer will als erstes keinen Spaß haben? Kaban. Dann werde ich quasi keinen Spaß haben und einfach mal meine Drohne losfliegen lassen. In einer Art Transportauftrag.
wo die Route dann quasi an diesen diesen Masten vorbei, also über diese Autobahn fliegen müsste, theoretisch. Und dann hat sie sogar Legitimität, wenn die quasi ein bisschen überprüft wird. Ja. Und macht dann halt quasi, also fliegt dann halt quasi, ne, macht die Route halt quasi und guckt dann halt drauf, wenn die dran vorbei ist, ob ich dann irgendwo einen Störsender finde mit den Sensorik da drin. Und macht dann davon erstmal Fotos von der allgemeinen Umgebung, wie das dann so alles aussieht. Und fliegt dann halt ein paar Stunden später wieder zurück und ne, fliegt halt nur ein paar Mal hin und her. So dass ich dann halt aus verschiedenen Perspektiven verschiedene Fotos von der Umgebung und von den Mästen habe. Mhm. So dass ich das vernünftig hinkriege. Okay. Aber ich will halt nicht explizit um diese Masten rumfliegen, das fällt mich auf. Das ist ja. Du hättest auch die anderen Drohnen nehmen können, ne? Die Wetterdrohnen, aber ist egal. Zeig mich mal Wahrnehmung und Intuition. Limit ist hier Sensor. Das Limit ist dann ja gar nicht so hoch. Oder hat die Clear-Side? Du kannst da auch selber würfeln lassen, aber ich denke mal, dass du das nicht willst. Wahrnehmung, Intuition, Tuk. Würfel. 5 Erfolge. Wie viel war nochmal die Sensorstufe? Glaube ich 4, ne? Von dem Ding. Von der Transportdrohne. Keine Ahnung, Alter. Das, hast du das nicht aufgeschrieben? Jedoch, warte. Steht doch in der Gingsbums. Aber ich dachte, der Spielleiter wüsste das sofort, aber nein. Jo, klar weiß ich das auswendig. Du hast Dinger geschrieben. Gingsbums, genau. Ja, aber weißt du, dass das nicht echt ganz schön viele sind, so? Du hättest ja nur die merken müssen, die ich mir gekauft habe. Was ist los mit dir? Alles klar, da will jemand Karma-Abzug. Ich dachte nur, Wanderzart kriegt Karma-Abzug. Aber warum ich jetzt? Du hast mich als Pinguin bezeichnet! Ach so. Ja, du hast damit angefangen. Ja, hätte ich Kleinkünstler sagen sollen. Ja, da hätte ich verschmerzen können. Ach so. Ja, wo wir gerade schon im Tierreich waren. Selber schuld. Sensor 3. Ihr seid alle langsam. Ja, bin ich. Aber die Datei ist auch bei mir kaputt. Ach, Daddy. Kannst du die auf WordPress runterladen irgendwann? Hast du schon gewürfelt, Nina? Doch, 5 Erfolge, also 3 sind es dann insgesamt. Wo hast du das gewürfelt? Ach, ich hab gerade überlegt. Weil sie auf dem Tisch, hast du die Würfel nicht gehört? Ich hatte diese Würfel noch in der Hand, so, oh, meine Würfel. Ich sollte würfeln. Ach, das sind Würfel. Na, Judy, okay, hast du also 3 Erfolge. Ist mir jetzt auch real. Gut. Shit, Entschuldigung. Ist ja okay, stört mich jetzt. Holz hart. Ich war noch ein bisschen verwirrt. Aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Das ist vollkommen in Ordnung. Der spezifische Sendemast, der am meisten Sinn ergeben wird, ist gebaut auf einem Häuserdach, das dafür nicht ganz so hoch ist. Also normales Wohnhaus, normale Unterschicht. Nichts Besonderes an sich. Du hast die üblichen Verdächtigen, die da in der Gegend rumstreuen. Das Haus selbst ist natürlich einigermaßen nah an der Straße, also an der Hochstraße. Deswegen ist da jetzt nicht so viel los. Weil ja, du weißt schon, ne? Laut und so. Und ja, gegenüber ist ein paar Geschäfte und sowas. Es sieht das nicht aus, als wäre das der übelste Shit. Und auf das Dach kommt man wohl durch so eine Luke. Das ist ein Mehrfamilienhaus, sagst du. So kann man das bezeichnen. Mietskaserne würde auch noch gehen. Ein Kaufkraftanbausilo. Ja, auch das ist schön. Das gefällt mir, weil das ist meistens relativ einfach, da reinzukommen. Gut, da würde ich doch direkt mir mal das Gebäude mal angucken. Und so persönlich und so. Das ist der Unterschied, das gesagt, ne? Ja, normale. Da zeige ich mich mal Beschatten und Intuition. Also Sneaking, du weißt schon. Ich habe immerhin gelernt und hier gewürfelt. Wir sind auch fast stolz auf dich. Immerhin habe ich hier gewürfelt.
Ja, es hat eine Kamera davor, die ist sogar noch an, die scheint aber jetzt nicht sonderlich hochqualitativ und die dreht, also die ist beweglich und dreht sich selbstständig, um ein bisschen mehr als den direkten Eingang zu erfassen, aber die dreht sich unheimlich langsam. Schloss sieht intakt und ordentlich aus, aber auch nicht das Beste vom Besten. Dieses Haus wird natürlich überwacht und gesichert durch Cheap Security 24. Aber dort ist keiner. Die kommen vermutlich nur, wenn was ist. Und dann vermutlich nicht schnell, denn die nächste Mannschaftszentrale ist in guter Entfernung. Die Leute sehen nicht aus, als würden sie übelst drauf achten, was so abgeht. Aber es sieht auch nicht so aus, als würden sie von sonderlich vielen Kleinkriminellen irgendwie belästigt normalerweise. Na gut, da kommen wir ja wohl rein dann. Die schwenkt halt so langsam von der Tür noch ein bisschen weiter weg. Wenn ihr euch nicht anstellt wie du gerade bei Beschatten, ist das okay. Gut. Dann kann man quasi auch die Tür knacken währenddessen und reingehen. Ja, sollte möglich sein. Das ist natürlich ein Traum. Dann gehe ich mal aus dem Bereich wieder weg, schaue mir noch den die Umgebung ein bisschen an, so nach wegen Fluchtwegen, Seitenstraßen von dem Gebäude. Hat das zum Beispiel eine Feuerleiter? So was gibt's nur in Amerika. Ja, ich weiß, aber es hätte ja sein können, dass die das amerikanische Design übernommen haben. Pass mal auf, das faule, absterbende, imperialistische Design ist auf jeden Fall nicht mehr da. Schade. Ansonsten Fluchtwege, keine Ahnung, da ist noch ein Hinterausgang. Und manche der Wohnungen haben Balkone, das heißt zur Not trittst du mit deiner bärenstarken Bärenkraft zu einer Wohnung auf und springst halt aus dem ersten Stock aus dem Balkon, das ist alles noch okay. Oder in den nächsten Balkon erstmal, ist eigentlich relativ safe. Alter, dann mit eine Hintertür, sagst du. Das auch, ja. Ist genau das gleiche übrigens. Ah. Okay. Ansonsten aber da ist keine Straße weiter halt, ne? Nee, das ist ein Müllhinterhof. Also prinzipiell türmt sich's nicht übelst, aber das sind auch ein paar größere Tonnen, wo man zum Beispiel hervorragend containern könnte. Das wird mir also prinzipiell besser gefallen, sagst du. Das habe ich nicht gesagt. Das ist Präferenzsache. Wenn du gerne Müll spielst, gefällt dir das bestimmt gut. Aber du bist ja ein Ork, von daher eher klar. Immerhin muss ich da ja auch quasi, ich muss ja auch irgendwie überleben. Meine Immunschwäche erklärt sich nicht von alleine. Hier, Leute, ich habe wieder Kartoffeln angebaut. Die Leute essen das auch noch, die Idioten. Die riechen aber merkwürdig nach Fleischersatz. Nee. Die sind alle gewaschen. Und parfümiert, ne? Na sicher. Wie eine gute Nutte. Gut. Ja, das reicht mir ja schon grob erstmal als Information. Nächster. Gibt's da gar keinen mehr, der in der Nähe ist, oder? Das ist der, wo am wenigsten Leute sind und der den größten Einfluss hat, wenn du dort was machst. Und der halt auch, wo jetzt nicht sonst sonderlich viel los ist. Okay. Ich weiß nicht, die anderen kannst du dir auch angucken, aber die sind signifikant schwerer zu erreichen. Mhm. Und ich sag dir dann zu denen was, wenn du mich dann dazu nochmal fragst. Nee. Bis dahin ist das in meinem Kopf dann auch fertig. Okay. Dann kriegt unser liebster Taschengnom, Taschenelf, quasi meine Nachricht, reicht dir auch, wenn nur einer ausfällt, um das nötig zu schwächen? Reicht das? Ich denke schon, ja. Wenn du den genug schwächst, auf jeden Fall. Den müssen wir, also schrie ich ihm dann zurück, den müssen wir nur hart ficken, dann passt's. Wasch dir sofort den Mund mit Seife aus. Nö.
Alles klar. Relax, it's just sex. Gut, dann. Ja, bin ich da erstmal wieder weg, würde ich sagen. Doch, nee, was braucht noch, wo kommt man denn da am besten auf die Hochstraße von da aus, sodass man in die Nähe der Hochstraße die Comlinks legen kann? Kann man da irgendwie auf die Hochstraße? Du meinst die Comlinks mit den Viren oder was? Mhm. Oder einen Knoten mit den Viren halt. Ah ja, genau, weitere Fluchtwege. Es gibt dann dort, das hatte ich da gerade noch im Kopf, das fällt mir auch gleich wieder, genau. Du hast dann dort eine relativ lange gerade Straße, wo niemand langfahren wird, weil da, das sind Wohnbauten geplant gewesen, die man da nicht verwirklicht hat aus irgendwelchen Gründen. Und das nutzt man richtig gerne als kleine Rennstrecke, ne? So richtig schlimm Need for Speed 1 mäßig, so richtig lächerlich. Und da kommst du, wenn du dann, sag mal, einen Maschendrahtzaun vorher ein bisschen präparierst mit dem Auto, super schnell über ein staubigeres Feld zu so einem Eingang, dann hier unter die Hochstraße, wäre schon so ein Pfeiler. Lübt? Mhm. Ich markiere mir das auf einer AR-Karte quasi, die ich auch lokal speichere. Easy. Diesen Weg und so und alle möglichen Fluchtrouten. Maschendrahtzaun ist auch nicht unter Strom oder so. Nee. Ausgezeichnet. Jawohl, am besten mal als kleiner Einwand nutzt man auch irgendeine fernaktivierbare Möglichkeit, das Ding auszuknipsen, ne? Und nicht, dass da einer vor Ort sein muss, sonst kriegen wir langsam so viele Hände wie Paul die Krake. Ja, klar, das war mir schon bewusst, dass wir sowas in der Art bauen werden. Jut. Baut mal irgendwas mit einem Tampon dafür. Mit einem Tampon? Ihr habt neulich den Tampon schon nicht benutzt, da muss er jetzt kommen. Also, ja, Tobi wird was einfallen. Die können wir von oben gegen die Decke kleben. Den Störsender aus, um den Mast auszuschalten? Ach so. Aber der Ansatz gefällt mir. Ja, ganz einfach, bauen eine Bombe. Wie sieht's denn und da machen Strom, sie mit Binden fest. Wie sieht's denn da strommäßig aus um dieses Haus? Also wie jetzt dieses Haus aussehen? Ja, also man hat das hin und wieder mal, dass wenn man so wie ich zum Beispiel bei mir zu Hause einen Sendemast auf dem Haus hat, dass man da Stromkästen in der Nähe hat. Und zwar ziemlich dicke. Direkt an der Häuserwand. So Umschalt-Dingster-Kästen. Aha. Nee. Vermutlich im Keller. Vermutlich. Weil scheiße was drauf, wir gehen nicht nach oben, wir zerstören einfach die Stromversorgung von diesem scheiß Gebäude und dann ist dieser Mast aus. Oder hat er noch ein Gebäude oben drauf, der nee, hat er nicht. Aggregat beherbergen würde? Hat er nicht. Ja, aber die Frage ist, ob der wirklich daran angeklemmt ist, ne? Normalerweise werden solche Masten haben, die eine eigene Versorgung. Die Frage ist auch, wie viel der frisst. Ja, der hat eine eigene Versorgung unten im Keller wahrscheinlich dann. Wenn er nicht außerhalb steht. Naja, irgendwo muss der von der Stadtversorgung quasi ja den Strom herkriegen. Ja, sicher. Weil es halt, wo sie ihn angeklemmt haben. Und wie viel er halt wirklich frisst. Also ich habe so den Eindruck, dass häufig Datenleitungen und Empfänger nicht besonders viel Strom fressen. Das läuft ja meistens dann tatsächlich über recht dünne Drähte. Ja, aber so ein Sendemast. Ich glaube, der braucht schon ein bisschen mehr, um so ein Signal ordentlich weit durchzuprügeln. Der braucht verdammt. Also wir hatten einen etwas größeren Handymast mal in der Nähe und das waren schon echt dickere Brummer. Ach so, so in der Stärke, okay. Ja, nicht ganz so riesig, aber schon eher in die Richtung, dass du ordentlich was brauchst. Aha, okay. Das ist nicht bloß ein Satellitenschüssel. Also sind so meistens so 45 kW oder so. Ja gut, war nur die Frage, nicht, dass, sag ich mal, du nachher sagst, nee,
Da, Moskau 2080, da sieht das ganz Da ist doch Strom wireless, Junge. Ja gut, dann nehmen wir einen Störsender. Mist. Hehe. Gut, dann machen wir weiter. Was brauche ich denn noch als Information? Da könnten wir sogar relativ gut getarnt rein in dieses Gebäude. Wir ziehen uns einfach Arbeiterklamotten an und gehen da mal rein. Dann fällt das gar nicht auf, wenn wir an dem Elektro-Dings von uns arbeiten. Und da kann man bestimmt irgendwie dafür sorgen, dass es eine Überlast gibt oder so zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, mit Elektronikfehler verursachen kenne ich mich hervorragend aus. Das habe ich früher oft geschafft, als ich angefangen habe, das zu lernen. Unser kleiner Gremlin. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir diesen das Ding, wenn das auffällt, dass das Ding manipuliert ist, oder? Da das erst im Nachhinein auffallen würde, solange nicht auffällt, dass wir das waren, ist es völlig egal, ja. Wenn wir die Überlastung noch richtig machen, dann verbrutschelt unsere Modifizierung gleich mit. Jupp. Und vielleicht geht das ganze Haus in Flammen auf, aber... Gibt Schlimmeres. Eben. Mit etwas Glück steht dann auch noch... Die haben tatsächlich... Also das wird nicht alles verbrennen. Und mit etwas Glück kommt dann noch die Feuerwehr und dann wird der Stau noch schlimmer. Die schnell genug sind, kommen schon aus dem Haus raus. Die nicht schnell genug sind... Haben es nicht anders verdient. Ja. Deli hört ein zartes Kinderlachen auf der Drohnenaufnahme. Es quietscht. Darwin macht keine Ausnahmen. Raubtiere jagen auch immer nur die Kleinen und Schwachen. Die sind besonders zart. Können wir dafür sorgen, dass das ganze Haus nicht abbrennt? Mann, das wird ja nicht abbrennen, Alter. Das ist normale Unterschicht. So schlecht ist normale Unterschicht gar nicht technisiert, ne? Und die Feuerwehr ist von dem Stau vermutlich gar nicht betroffen. Die werden wahrscheinlich schon Sprinkleranlagen haben, die dafür sorgen, dass da nicht alles in Flammen aufgeht. Und eine Alarmanlage, die zumindest sagt, wollt ihr mal aus dem Haus raus, im Keller, da brutzelt's. Psst, Jojo, nehmen wir doch nur einmal Kerosin mit. Warum? Damit keiner rauskommt. Warum? Alter. Weil wir es können und weil wir böse Leute sind. Was bist du denn für ein Vogel? Ein böser Katschilp, Katschilp. Ach so. Nein, das wird der Kapern traurig. Mhm, und tut tot, wenn du den Scheiß machst. Mhm. Einfach mal so ein paar Leute umbringen ist nicht so das, was ich worauf ich Bock habe. Wenn es ein Job ist, ist es ein Job, aber Kollateralschäden sind scheiße. Ich. Hä? Ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur seine etwas schräge Art von Humor war. Also. Mist. Ertappt. Ja. Ich glaube, das war einfach nur ein Witz. Dann ist ja alles gut. Er sagt Jojo und erinnert sich daran, dass wir vor kurzem, ich glaube, wie viele Kinder waren es? 3, über den Jordan geschickt haben. Bei unserer ganzen Stromhäuschen-Aktion. Davon weiß ich doch nichts. Davon wisst ihr beiden nichts. Richtig. Aber du wolltest schon damals die ganzen Leute abfackeln. Ja, bin immer noch sauer, dass ihr das nicht gemacht habt. Ich hatte es nur mal kurz überlegt. Und TikTok war mit Feuereifer dabei. Ja, ich weiß, von dir redet keiner. Ja, und ich bin immer noch traurig, dass es kein Grillfest gab. Er ist verrückt. Ja, da hat man so eine schöne Chance. Oh, 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 oh. TikTok, du verhältst dich irrational. Aber es macht Spaß. Aber kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Richtig. Entschuldigung, ich habe hier jetzt weiß ich auch, warum mein Rechner so ausrastet. Mein Virenscanner macht die ganze Zeit hier Updates und bla und Gedönse. Patch wird angewendet, so. Wende schneller an.
Nichtsdestoweniger wird sie, ihr Kontakt bei den Eisbrechern war, glaube ich, Nietzsche selbst. Zumindest hatte sie seine Nummer. Ja. In der Tat. Gut. Dann wird sie ihn anrufen. Hallo. Hi, Jojo hier. Oh, ja, natürlich. Hat er sich gerade echt so gemeldet? Ja. Cool. Wäre es möglich, dass wir uns treffen? Ja. Gut. Wäre es auch möglich, dass ich jemanden mitbringe? Am besten nicht initial. Ein Bild wäre schön. Nicht jetzt, sondern dann. Ein Bild? Also, von der Person. Gut. Wann? Wo? Wie sehr eilt es denn? Naja, es muss nicht heute und nicht morgen sein, aber irgendwann in den nächsten Tagen, weil vielleicht danach noch ein bisschen Vorbereitungszeit notwendig wäre. Wie würde es morgen früh 7.30 Uhr passen? Gut. Ausgezeichnet. Ping! Kriegst eine Adresse. Okay. Lächel mal eben, sagt sie zu TikTok. Hä? Tsching! Foto geschossen. Alter! Sehr gut. Möchten Sie dieses Bild teilen? Nein. Ihre Freunde würden sich sicherlich darüber freuen, zu wissen, mit wem sie zu tun haben. Möchten Sie dieses Bild wirklich nicht teilen? Halt die Fresse! Brüllt sie ihr Komlink an. Du hast doch nicht aufgelegt, oder? Doch, hab ich nicht aufgelegt. Achso. Ich dachte, das wäre noch der. Nein, natürlich war das Gespräch war schon längst beendet. Ja, ich glaube, okay, der hat sich einfach nur nicht verabschiedet. Nee, der hat sich einfach nur nicht verabschiedet. Und das Ping war einfach, das hat er schon letztes Mal nicht gemacht, das Ping war einfach nur das Zeichen für aufgelegt vom Spielleiter. Nee, das wäre Piep gewesen, aber ich hatte vergessen zu sagen, dass er aufgelegt hat, ja. Achso, ich habe das als er hat aufgelegt verstanden. Das Ping, und ich dachte, da geht weiter. Ping ist eine Adresse und Beep ist auflegen, aber der war weg, ja. Ja, okay, dann habe ich das richtig interpretiert. Ansonsten dann hat das Ping das Piep übersetzt. Ja, deswegen war ich gerade so, was tut sie da? Entschuldigen Sie bitte, ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Na, ob da nicht vielleicht 2000 Schlachtmichtoten nicht ein paar Geschäftsbeziehungen aus solchen Gründen irgendwie den Bach runtergegangen sind oder generell Beziehungen? Auf jeden Fall. Boah, der Alte nervt, sag ich. Oh, auflegen. Oder, oh, Vlad hat einfach mal wieder voll den... Du hast noch nicht aufgelegt. Die gute Idee gehabt! Abbruch! Das Schnaufen eines tollwütigen Stieres durchs Comlink. Nein, in diesem Moment schon von der Natur. Fliegt dir einfach nur so eine dreckige Windel an den Kopf. Du hörst dich selber in deinem eigenen Comlink reden. Und plötzlich steht da jemand hinter dir. Schön. Dann würde das gerade Vlad einen neuen Spitznamen, Windelbomber 110. Diaper. Nee, das macht nicht mal er. Diaperman Strikes Back. Das ist halt auch ein richtig guter Name für ein Porno irgendwie. Ja, irgendwie schon. Oder? Alter, nee. Das ist doch wieder Kacke. Das klingt ein bisschen sehr nach Kaviar, Junge. Na und? Das sind so langsam Bereiche, da trete auch ich vorsichtig auf. Man könnte stecken Meine bleiben. Meine Güte, ihr müsst es ja nicht machen, aber drüber reden kann man doch. Ich habe doch kein Problem, drüber zu reden. Das merke ich. Das hörte sich aber gerade anders an. Es ist einfach nur widerlich. Blue Waffles. Das geht voll klar. Denk dran, wie es aussah.
Ach ja, es wird wieder Zeit, mein Gehirn wird am Brazzo abzureiben, wenn diese Folge vorbei ist. Jutti, ich nehme an, dass ihr schon mal anfangt, in irgendeiner Kombination an dem Störsender zu arbeiten, weil ihr jetzt noch Zeit habt. Ja. Jupp. Dann kann man das ja immer so ein Stückchenweise machen. Vor allen Dingen, weil jeder von euch irgendwie ein Stück weit dran arbeiten kann. Das ist eigentlich ganz cool. Das wird unser gemeinsames Baby. Oh, und du darfst es da nicht haben. Hier, warte mal. Jojo ist mit TikTok jetzt noch in der Nähe hier gewesen, weil das Kaban kann das ja alles nebenbei machen, hier von dem einen hier Tunnelbau Metro-Dings, ne? Ja, die sind schon aber schon ein Stück weg, also so ist es nicht. Wir hatten ja geredet, als wir eigentlich wieder im Auto waren. Na Jutti, ihr haltet noch mal kurz an, weil Hunger. Da muss man sich mal ganz kurz hier irgendwo was holen. Vier Randale-Kids. Ich habe sie jetzt so oft angesprochen, ich will sie jetzt mal kurz. Kommen an. Die sind bewaffnet mit ihren Fäusten und schlechter Laune. Kommen zu euch. Ey, ihr Pissnaken, gebt mir euer Comlink, Kratzsticks und eure Schuhe. Und die Jacke. Fresse halten, weitergehen. Nee, Mann, Alter, ich mach dich kalt, Mann. Gib mir deine scheiß Schuhe, du Fotze. Fresse halten, weitergehen. Jo, der geht ein paar Schritte auf dich zu und dabei beschreibt sein Oberkörper einen Radius von 180 Grad. Hat Jojo jetzt noch eine Knarre in der Hand? Ja, gut. Also jetzt? Die hatte ja noch in der Kleidung. Ja, gut, das wusste ich doch noch. Was hey, Mann. Was hey, sind Mann. Das für Randale-Kids? Das sind Randale-Kids, die scheinen Randale aus Randale-Gründen zu machen und nicht aus Gründen der Notwendigkeit. Gut, ich nehme mal an, hier ist jetzt auch nicht so ein übelstes Tohuwabohu, weil ansonsten würden die hier nicht so einen Aufstand machen. Geht. Es sind normal viele Leute für dort auf der Straße unterwegs, okay. Aber die können sich's halt dort erlauben. Ja, Jojo holt jetzt die Knarre raus. Fresse halten. Okay, ja, alles cool. Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen, komm links auf den Boden legen. Ey, Mann, das war nicht dein... Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen, komm links auf den Boden legen. Na, die ziehen jetzt ihre Schuhe aus und dann ziehen die ihre Jacke aus und legen ihre Komlinks auf den Boden. Das sind gute Komlinks. Abhauen. Das sind teure Jacken. Na, dann verziehen die sich. Schön. Also, ich sag mal... Die Jacken würden dir sogar passen, Jojo. Geil. Zieh mir eine von den Jacken an. Die ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger als seine. Die ist auch gut gefüttert und so. Natürlich ist die qualitativ hochwertiger als meine. Ich sehe ja auch gerade aus wie das übelste Straßenkind. Ich sammle mal die Kummlings ein. TikTok kriegt eine der anderen Jacken. Du hast einen schönen Mantel. Geil. Oben ist sogar ein bisschen Pseudofell dran. Wow. Für dich ist es sogar ein richtig großer Kragen dann. Ich nehme an, das ist aber alles getaggt, ne? Noch. Die werden das ja wohl nicht enttaggt haben. Ja gut, jetzt nicht mehr. Also ich meine, da ist ja alles dabei. Schön. Sehr gut. Cute. Ich gehe gerne mit dir shoppen, Jojo. Nicht wahr? So, warte mal. Sind die noch angemeldet in ihre Comlinks? Ich sag mal so, und selbst wenn nicht, da steht jemand neben dir. Das stimmt. Ich möchte ehrlich gesagt die jetzt vor ihren Freunden irgendwie lächerlich machen. Na, der eine, der hat das doch aufgezeichnet, weil er dann angeben wollte, wie er die hier und so. Ja, da ist aber mein... Ah nee, da ist ja nicht mein Gesicht drauf, geil. Ja, selbst wenn, lässt es jetzt halt wegeditieren. Ja. Ich verschicke das an all seine Freunde. Okay, das ist schon mal ein guter Schritt. Ich sorge dafür, dass die anderen das auch teilen und liken. Sehr gut.
Haben die irgendwelche Sachen auf ihren Comlinks, die potenziell peinlich sind? Pimmelfotos von sich selbst. Für Jugendliche ist alles peinlich. Und die sind in dem Alter, wo du zum Teil noch dich zwischen Kuscheltier und Porno entscheiden musst. Gut. Ey, wenn die über bestimmte Mädels bestimmt reden, irgendwie, ja, die ist so genau, geil. Ich wollte gerade mal suchen nach irgendwelchen Gesprächen, SMSen, entweder mit irgendwelchen Mädels, die quasi in eine Richtung gehen, die ihnen auf jeden Fall peinlich wird, weil sie dann plötzlich ja ganz lieb sind, wenn sie verknallt sind, werden Jungs ja immer ganz lieb, wenn sie dann mit denen alleine sind. Oder privat mit denen irgendwie simsen oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, der Ene hat Hausarrest. Und ja, solche Nachrichten findest du auch. Sehr schön, das wird alles geteilt und irgendwie hochgeladen und was weiß ich nicht was. Cool, cool. Und die Eltern kriegen auf jeden Fall mit, dass der Typ draußen war. Kriegt eine SMS, achten Sie mal mehr auf Ihren Sohn. Alter, Mutti Bescheid sagen, es ist aber schon ein übelster Dick-Move. Niemand hat gesagt, dass sie nett ist. Wie soll ich sagen? Bei solchen Leuten legt man doch gerne mal die Fleischpeitsche locker über die Schulter und sagt, nö. Bitch. Sehr gut. Ja, Mutti hatte ja offensichtlich übelst gut unter Kontrolle. Was will sie denn machen, wenn sie den ganzen Tag malochen ist? Die kann überhaupt nichts machen. Die kann sich jetzt schlecht fühlen und dann habe ich wieder jemandem das Leben versaut. Tagwerk erfüllt für heute. Ach, so lange, die fühlt sich nicht lange schlecht. Die nimmt einfach das Bügeleisen, schaltet das an, legt das einmal links, einmal rechts eine Watsche damit und dann fühlt sich einfach nur das Kindchen schlecht. Ja, dann kommt die Flasche Schnaps und dann fühlt sich Mutti wieder gut. Genau. Nee, die Flasche Schnaps ist für Papa. Mutti, keine Ahnung. Mutti ist das Ritalin ihres Kindes. Hm. Macht sich dann die ganze Nacht Gedanken, aber sie ist hellwach. Schön. Sehr gut, ihr seid im Besitz mancherlei Dinge. Ja, du kannst ja irgendwie ein paar Comlinks aufschreiben, wenn du dir die gibt, easy. Keine Ahnung, es sind noch mehr, da hat man schon 5 Stück gekriegt. Da willst du dir jetzt ein bisschen zu Mutti zurückgeben? Nö. Hab auch Ersatzteillager. Ja, werde ich dir demnächst mal zu was Vernünftigem basteln. Musst du nicht, das kann ich auch selbst. Tom, Tom, Tom. Tatsächlich wollte ich dir damit jetzt nicht auf die Füße treten, sondern ich mache sowas sogar gerne. Also, ich auch. Brauchst du nicht, weil ich das gerne selbst tun möchte. Ich kann zwar nicht hacken, aber zumindest schrauben. Kann ich auch und wir spielen nachher einfach drum. Was? Wer da was zusammenschraubt, bist du bescheuert? Ja, wir spielen eine Runde Billard drum. Du weißt, dass man immer einen Fuß auf dem Boden haben muss beim Billard spielen, oder? Oder auf dem entsprechenden Hocker. Nee, das, Moment. Weißt du, wie oft ich damit argumentiert habe? Ja, ich wollte schon sagen, ich habe sehr oft mit Hockern argumentiert und die hat mir nie zugestanden, die also auch nicht. Wie wär's denn mit Papiersteinschere? Nee. AR-Billard. Grund gilt nicht. Nee, AR-Billard zählt auch nicht. Boah. Wir können Kicker spielen. Ja gut, Kicker können wir auch. Da darfst du dich auf den Stuhl stellen. Aha, warum nicht beim Billard? Aus Gründen. Ah ja, ist klar. Also ich besorge mir einfach extrem hohe Plateausohlen und dann stehe ich dir auch von mir aus beim Billardspielen am Tisch. Ja, und dann kannst du mit denen nicht laufen oder knickst dir dein zartes Füßlein um. Ich baue Rollen drunter. Dann fällst du mit deinem zarten Hintern auf den harten Boden und dann weinst du wieder. Ach, was? Aber vielleicht kann ich dir eine Windel besorgen, dann fällt dein Hintern nicht ganz so hart. Ein guter Contest wäre auch Karaoke Singstar-mäßig. Das würden die Genfer Konventionen verbieten. Na und? Wieso sollen wir eigentlich drum spielen? Es sind noch Comlinks von da über. Du hast jetzt 5 Comlinks gekriegt und hä? Was soll das überhaupt? Worüber reden wir hier gerade eigentlich? Weiß nicht, Beute teilen, da muss man doch immer ein bisschen gierig sein, oder? Ach so. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück.
Wenn dir das so wichtig ist, TikTok, dann überlasse ich dir diese Comlinks selbstverständlich. Geil. Ich möchte ja nicht an deinem Unglück schuld sein. Schön, ich hab dich lieb. Ich weiß. Ich hätte gern Miete. Wovon? Von deiner Wohnung. Aber was? Ist doch schon längst bezahlt bei der Gang. Preise sind gerade gestiegen. Ja. Da müssen wir auch nochmal nachfahren mit dem Mieterbund. Ja, der bin ich. Zeig mal. Ernennungsurkunde, Ausweis. Ich die Zeit im jetzt das Tattoo. Hier ist mein Zertifikat. Ich habe auch schon tolle Fälschungen gemacht. Ich bin Präsident Dunkelzahns Kind. Hat sie einfach nur wieder Probleme oder ist jetzt einfach still, weil sie wütend ist, dass du sagst, dass ihr Tattoo ein Fake ist? Weiß ich nicht. Sie schaut dich eine Weile wortlos an, gibt dir dann eine Fatsche. Au! Das war die nette Variante. Was denn? Manchmal in den richtigen Momenten einfach das Maul halten. Okay. Bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich dich jetzt kenne. Und weil ich da weniger, weil ich etwas kulanter bin. Bei anderen sollst du solche Sprüche wirklich nicht bringen. Da wird aus der flachen Hand auch gern mal eine Faust. Nur so als Tipp. So. Die Mieterpräsidentin haut also ihre... Hä? Die Mieterpräsidentin haut also die Mieter. Ja, wenn die sich nicht benehmen, schon. Ich bin sprachlos. Du hast ein bisschen vorgewiesen. Alter, dass ich das von Danny höre, ich glaube, ich bin gerade gekommen. Ich habe mich ja schon zurückgehalten. Hier, ey. Was? Das sind Sitten hier. Da willst du ja direkt nach Wohneigentum suchen. Tja. Viel Glück dabei. Leider steht im Kaufvertrag halt meistens dann, also dort, wo du wohnst, mit drin, dass Anteilseigner immer jemand wie Jojo ist. Also alles, keine Ahnung. Die Rechtslage in Moskau muss ganz beschissen sein. Ja. Wieso sehe ich mich gerade nach Krakau zurück? Denn auch schickimicki Bude da. Ja. Gut, lassen wir das. Besser ist das. Ah ja, wenn ich dich mit zu den Eisbrechern nehme, dann lässt du solche Sprüche bitte sein. Ja, ist gut, Chefin. Gut. So, jetzt können wir uns wieder lieb haben. Halt mir beleidigt die Pfanne. Verdammt, ich hab ein Stöhnen von dir, so eins, wie ich immer von allen hatte, aber ich hab nur das. Okay, verzeih. Es war unangebracht, ich entschuldige mich. Angenommen. Okay. Dann... Was haben wir jetzt noch zu machen? Na, ihr baut jetzt an dem Störsender, dachte ich. Ja, wir bauen jetzt Störsender, genau. Bis zum nächsten Morgen um 7.30 Uhr, da ist Jojo Objuk.
Ihr dürft auch gern zwischendurch eine Runde pennen. Ja, ja, das war geplant. Okay, Juti. Diddle. Der Ort, wo du dich mit ihm triffst, ist nämlich ein. Jetzt kommt's. Fachgeschäft für Putzdrohnen, Reinigungsmittel, Fleckenentferner. Dort wird auch verkauft solche tollen Plastikbezüge für Couches, Sessel und anderes Mobiliar sowie Wasser- und schmutzabweisende Gardinen. Fatal Error würde sich hier sehr wohlfühlen. Bitte lasst solche Dinge, sonst merken die Leute, dass ich ständig NSC recycle. Das ist doch nicht schlimm. Schöne Dinge dürfen erhalten bleiben. Ja, aber ich dachte, wir sind jung und fresh und haben immer was Neues und total kreativ und so. Das hast du den Leuten im Intro vorgelogen, ja. Ja, und ich dachte, ich kann die Lüge mal weiterziehen. Aber okay, dort im Büro. Machst du mal bitte Wahrnehmung und du machst mal Menschenkenntnis. Aber ohne Wahrnehmung. Ja, gut. Also. Also da ist ein kleiner Tisch, da sind ein paar Regale und so weiter, ne, was man halt in einem Scheißbüro so hat. Ein Tritt und dergleichen, Pseudo-Zimmerpflanzen-Eier-mäßig und so ein Krams. Der Tisch steht natürlich irgendwo da eher an einer, also so nicht mittig im Raum, sondern in einem spezifischen Drittel, aber der Abstand des Tisches zu beiden Seitenwänden ist exakt der gleiche. Dort gibt es verschiedene AR-Papiere auf dem Raum. Also du weißt schon, solches AR-Papier. Die sind exaktemente gestapelt. 4 Stifte liegen daneben. Also solche Stifte, so AR-Stifte offensichtlich. Das ergibt ja total Sinn, halt's Maul. Die haben alle den gleichen Abstand zur Tischkante und sind exakt ausgerichtet. Jemand hat ein Geodreieck benutzt, aber das ist offensichtlich gut verstaut. Der Typ, der da sitzt, sagt so, hier, ich bin übelst einfallsreich und so weiter. Meinst du, das ist ein Bild von Nietzsche? So einfallsreich war ich noch nie im Leben. Ja, okay, ich sehe schon. Leute. Wobei der Bart natürlich so nicht ist. Er ist noch buschiger, möchtest du sagen? Er ist noch 5-mal buschiger, aber zugleich viel gepflegter. Okay. Guck dir das mal an, dort diese ganzen Haare, die da irgendwie zur Seite rausbaldoren, das da einfach geben, Mann. So, der steht dann auf, macht so eine nickend verbeugende Bewegung und setzt sich wieder hin. Und bietet dir einen Stuhl an. Jojo lächelt freundlich, nickt ihm ebenfalls zu und sie setzt sich bemüht, nichts zu verschieben und den Stuhl sich möglichst akkurat auf den Stuhl zu setzen und den Stuhl auch möglichst gut wieder hinzustellen. Er scheint sogar fast zufrieden damit. Er registriert zumindest ihre Bemühung, es ihm recht zu machen. Ich finde das schon in Ordnung. Solche Leute registrieren meistens die Bemühungen nur so halb, weil sie nur sehen, was nicht stimmt, weißt du? Das ist richtig, aber sie gibt sich trotzdem Mühe, ob das jetzt merkt oder nicht. Das ist schön. Hallo. Hallo. Alles klar, danke auf jeden Fall, dass es so schnell geklappt hat. Können wir hier reden? Ich nehme mal an. Natürlich. Gut. Es geht um Folgendes. Wir haben was geplant, wofür wir möglicherweise eure Hilfe brauchen, beziehungsweise woran ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr möchtet. Bei dieser Sache wird erstmal per se kein Geld rausspringen, wobei ihr natürlich für eure Bemühungen bezahlt werdet. Und es geht
ganz grob darum, Aztec und Mostrans Karren an zu einem bestimmten Zeitpunkt dem Grid Guide zu entziehen. Wir haben auch schon Überlegungen, wie das Ganze vonstatten gehen kann und auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber wahrscheinlich brauchen wir dazu eure Hilfe, wenn ihr denn bereit seid, uns zu helfen. Ich denke, dass da Aufwand und Nutzen für unsere Sache irgendwie nicht in einem gesunden Verhältnis stehen. Anschläge auf das Grid Guide, auf einzelne Wagen, haben wir selbst ja auch schon einige Male begangen und der Schaden, den Konzerne davon tragen, der ist äußerst gering. Die Menge an Geld, die man mit so etwas unter Umständen machen kann, ist ebenfalls zu vernachlässigen. Naja, das ist wahr. Hier geht es allerdings um einen Verkehrskollaps, der daraus vermutlich entstehen wird. Und das kann durchaus doch zu etwas größeren Schlagzeilen führen. Auf welcher... Hatte Vlad ihr gesagt, wie viel sie preisgeben darf? Sie wird da mit ihm auf jeden Fall nochmal drüber gesprochen haben, muss sie bei solchen Sachen ja. Es sei denn, er hat gesagt, sie soll das komplett alleine regeln. Ach, du kriegst das schon hin, du hast da mit denen zu tun, keine Ahnung, die sind mir suspekt. Okay. Welche Art Verkehrsknotenpunkt, wenn überhaupt, wäre denn da betroffen? Eine der Hochstraßen in der Nähe von einem A-Gebiet. Hat Jojo irgendwann mal mitbekommen, ob die auch Probleme mit Moloko gekriegt haben? Hast du Gangwissen? Wenn ja, zeig mal her. Ja. Die nie. Ich habe kein Gangwissen. Warum sollte die Gangerin das auch haben? Ich habe auch Gangwissen mit Spezialisierung, Beziehungsstatus und Geschäfte. Ich weiß nicht, ob die Polizei da auch mit reinrutscht. Na, war das nicht aber ganz zufällig untereinander? Hä? Aber Sichi war das untereinander. Ach so, ja, untereinander, ja. Ich weiß, ja, natürlich untereinander. Nee, jetzt. Also ich meine, die haben zwar mehr Feinde bei Konzernen, aber trotzdem zieht das nicht rein. Okay, wollte ich ja nur wissen. Alle safe. 3 Erfolge. Jeder hat Probleme mit Moloko, klar. Aber da die viel matrixmäßig operieren und nicht wirklich was in der echten Welt tun, die weniger. Okay, das heißt, damit kriege ich die wahrscheinlich nicht. Das ist schade. Ja gut, das Ding ist, eine mögliche Privatisierung der Polizei, also weitere Privatisierung der Polizeiarbeit ist aber was sie auf jeden Fall nicht so geil finden, ne? Das stimmt. Und mit der Polizei selbst haben sie auf jeden Fall jetzt schon viel Stress, da musst du gar nicht würfeln für. Naja, sagen wir es mal so, die ganze Geschichte dient im weitesten Sinne dazu, die Zusammenarbeit zwischen der Polizei mit einigen Privatkonzernen empfindlich zu stören. Werdet ihr als Gemeinschaft und Gruppierung bei dieser Aktion in die Öffentlichkeit treten oder nicht? Nein. Ruhm und Strafe wird sozusagen uns gebühren, denn wir werden bei jeder Aktion immer an die Öffentlichkeit treten. Soweit wir an die Öffentlichkeit treten wollt, ja. Wenn ihr sagt, ihr wart es, dann wird wahrscheinlich der Zorn und auch der Ruhm komplett euch treffen. Wann wäre das Ganze denn geplant?
Innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ich denke, darüber werde ich schlafen müssen. Gut. Ach ja, das Bild. Sie lässt ein Bild anzeigen. Ah, das zeigt es ihm aber noch nicht. Hä, was? Na, sie... Er wollte doch das Bild von dem Typen haben, den sie gegebenenfalls mitbringen will. Ja, aber zeigst du ihm das jetzt oder nicht? Das habe ich nicht kapiert. Nein, sie, jetzt gerade noch nicht. Sie sucht es nur raus, zeigt es ihm aber noch nicht. Ja, das Bild. Ist das noch aktuell? Es geht um jemanden, der uns dann gegebenenfalls oder der dann gegebenenfalls bei dem nächsten Treffen, wo es um die organisatorischen Dinge ginge, dabei wäre. Ja, natürlich, wenn ich mich dafür entscheide, würde das die Sache beschleunigen. Gut. Sie ruft ein Bild auf und zeigt es ihm. Oh. Danke. Gut. Noch irgendwelche Fragen? Oh nein, nein. Gut, wenn euch aus der ganzen Sache, Umstände entstehen, dann können wir euch auch gegebenenfalls unter die Arme greifen bei bestimmten Sachen. Er nickt und zwirbelt seinen Bart so richtig geil in Form. Gut. Also, wie gesagt, wir können euch sicherlich nicht aus allem raushauen, aber zumindest bei einigen Sachen vielleicht unterstützen im Nachhinein. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Dann darf ich mich verabschieden. Er nickt, als würde er dir das tatsächlich gewähren. Ja. Der braucht das. Nee, der braucht das nicht. Der hat das einfach nur nicht verstanden, sondern dachte, du fragst wirklich. Ach so. Jojo schmunzelt ein kleines bisschen, steht dann auf, stellt den Stuhl ganz exakt wieder... Oh nein, bitte. Gut. Dann? Er steht jetzt auf, öffnet eine Schublade, holt ein paar Tücher raus und fängt an, den Stuhl abzuribbeln. Jojo kommentiert das nicht weiter, dreht sich nochmal zu ihm um, nickt ihm zur Verabschiedung zu und geht. Ja. Schickt dann irgendwie eine Nachricht später an die anderen beiden. Du kannst mir erstmal hier über Reden würfeln. Was? Ich soll würfeln und dann auch noch überreden, dass ich angeblich nie brauche. Nee, verhandeln brauchst du nie. Ach so. Jetzt machst du erstmal einen Punkt. Und tust nicht so, als würde ich auch ständig Quatsch erzählen, meine Liebe. Überreden? Ach, da habe ich's ja sogar. Scheiße, ich hab verhandeln. Man kann verhandeln benutzen. Heute ist Dreierfolgetag. Wenn es um Preisabsprachen geht, wenn du tatsächlich jemanden im Preis runterhandeln willst oder Waren oder was weiß ich, dafür was anbieten willst. Aber überreden halte ich meistens für sinnvoller. Bei solchen Sachen Dreierfolge, alles klar, gut. Macht mal. Na, Jojo meint, er schickt nur den anderen beiden da eine Nachricht. Ich krieg dann in den nächsten Tagen Bescheid. Also wahrscheinlich morgen. Lübt. Wir waren jetzt noch nicht ganz Feuer und Flamme. Was ich aber auch verstehen kann an deren Stelle, würde ich mir das auch zweimal überlegen. Könnte man denn irgendwas für Hilfe anbieten? Ja, nee. Eigentlich nicht so richtig, glaube ich. Das ist mehr eine idealistische Geschichte bei denen irgendwie. Und ich glaube, sie müssen jetzt für sich abwägen, Kosten-Nutzen abwägen. Naja, sag ich mal, wenn es nicht gerade auf ewige Sklaverei hinausläuft, kann ich denen ja mal Gefallen erwidern. Ja,
Ich glaube, da geht es eher darum, dass dadurch, dass wir uns da nicht in der Öffentlichkeit zeigen, die das aber immer machen, sie am Ende auch die Sündenböcke sind. Das bedeutet wahrscheinlich, also zumindest für diesen Unfall, das bedeutet wahrscheinlich, würden die am Ende schon ziemlich einen aufs Maul kriegen, wenn die ganze Aktion da vorbei ist. Und ich glaube, das müssen die sich überlegen, ob sie es wollen oder nicht. Was ich auch verstehen kann. Ich würde es mir auch dreimal überlegen, ob ich es mache. War nur so ein Gedanke. Nee, klar. Also das kann man, wenn sie sich dafür entschieden haben, kann man das sicherlich nochmal auf den Tisch werfen. Jo. Aber ob die das jetzt, also ich glaube, das ist jetzt nicht der entscheidende Faktor, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Und selbst wenn, warst du jetzt nicht dabei und ich wollte nicht einfach für dich entscheiden, dass du irgendwie denen hilfst, weißt du. Das fand ich irgendwie dir gegenüber ziemlich unfair. Ja gut, das kommt davon, wenn man, wie soll ich sagen, getrennte Wege gehen muss, ne? Hä? Ja, sonst hätte ich das von mir aus vorschlagen können. Ja, aber wie gesagt, der Typ ist ein bisschen speziell und wollte schlichtweg nicht, dass ein Fremder mitkommt. Ansonsten. Sein Sozialleben muss sehr einsam sein. Sein Sozialleben? Ja, wenn er keine Fremden kennenlernen möchte, ist es immer schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man, als Fremde ablehnt. Ja. Prinzipiell richtig, aber wie gesagt, manchmal, ne? Ja, das Menschenwille ist sehr himmelreich. Ehrlich gesagt, das ist auch das erste Mal, dass ich ihn überhaupt Auge in Auge gegenüber gestanden habe. Vorher hatte ich ihn immer nur als Matrix-Präsenz im Raum. Mhm. Deswegen, naja. Manche Leute sind eben, wie sie sind. Jo. Gut. Sollte er aber, weiß ich, dann morgen oder so, wie soll ich sagen, da nachfragen, ob da was drin wäre, kannst du dann gerne für mich das antworten. Mach ich. Gut, darauf, dass du nicht meine Seele, meine Eier und meine sexuellen Begierden verkaufst. Da würde ich nicht viel für kriegen, glaube ich. Deswegen, sind klein, aber fein, zumindest die Eier. Ja, will ich nicht in Abrede stellen. Kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber. Ey, so schlimm wie das jetzt, also so schlimm klingt es klein, es klingt einfach nach Shadowrun. Er sieht aus wie ein Kind und ist gepflegt. Ich denke, der Preis wird gar nicht so gering sein. Dachte ich mir auch gerade. Das dachte ich auch gerade. Ich kam nur noch nicht dazu, das auszusprechen. Es ist schön. Ich kann ja meine Delikatessen noch Händler mal fragen. Pff, da gibt's auch ein paar andere, die man hier fragen kann, wo man seine Dienste feilbieten kann. So ist das nicht. Zwergenhoden mit Lachs Carpaccio, olé. Mhm. Ich bin begeistert. Ich will hier weg aus dieser Stadt. Also ich sag mal, wenn du deine sexuellen Begierden verkaufen möchtest, dann ist das kein Problem. Ich finde einen Abnehmer. Die hatte ich doch gerade eigentlich eher ausgeschlossen. Die sagt es so, in der Hoffnung, dass du eben die nicht verkaufst. Die wolltest du nicht verkauft haben. Ja. Wie wär's, wenn ich sie einfach trotzdem verkaufe? Das wäre ein Dickmove von dir. Das stimmt. Da bin ich dir auch ewig undankbar für. Ja, aber ich habe ganz viel Geld. Sie grinst. Ein böse bisschen Kapitalistin. Sie grinst ein bisschen spitzbübisch und ja. Nicht mal mehr in Russland ist man denen sicher. Nicht mal mehr in Russland, gerade in Russland nicht. Aber du weißt doch, ehemalige Besatzungsmacht und so.
Also ich sag mal, es wäre nicht zum ersten Mal, dass ein Pole Dinge getan hat, die er nicht tun wollte. Sie grinst. Der Unterschied ist nur, heute teilen wir uns euch nicht mehr mit den Deutschen. Ja. Ah, aber schön, dass Jürgen nicht weiß, dass Marvel Russe ist. Nicht Russe, sondern Pole. Ach, wusste sie das nicht? Du hattest doch gesagt, dass du aus Polen raus bist, als sie dich gefragt hatte. Nee. Er hatte gesagt, er ist aus der russischen Stadt raus und er spricht akzentfrei. Entschuldige, dann... War der Teil jetzt OT? Ja. Schönes OT. Selbstverständlich. Tut mir leid, ich war irgendwie der festen Überzeugung, du hättest das gesagt. Nein. In die Falle ist Daddy auch schon getappt. Das musste er auch erst lernen. Es gibt halt Dinge, die muss man einfach mal lernen. Okay, dann ersetze Pole durch polnische Grenzgebiete. Selbst das wäre zu weit weg von dem, was du weißt. Was, wieso Bryansk? Liegt eher an Weißrussland. Stimmt. Scheiße, stimmt. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie Katharinenburg oder sowas genommen, dann könnten wir uns darüber unterhalten, über Grenzgebiete, aber... Mist. Aha. Ja, egal, so. Ausländer. Haha. Ja, nicht mal das für. Doch, du kommst nicht aus Moskau, du dreckiger Ausländer. Ach, so ist das. Natürlich. So, von wegen Kölsche Immi, ja? Ist ja eklig. Tja. Naja, so schlimm können die es alle nicht finden. Immerhin verkehren sie auch regelmäßig in der Bar eines Schweden. Und haben Koreaner und Polen in der Gang. Ja, aber das ist... Also es gibt schon... Ich mach's immer ein bisschen raus, weil ich es auch anstrengend finde, aber die Russen sind schon... Die haben schon Rassismus so ein bisschen am Start, ja. Das minimal. Kannst du so nicht sagen, das ist völlig rassistisch von dir jetzt. Doch. Sagen wir, ihr Duktus wird ein bisschen von Nationalchauvinismus geprägt. Ja. Sagen wir, sie haben nationalistische Tendenzen. In Amerika nennt man das Patriotismus. Ja. Ja. Ja, ja. Nein, da nennt man das die bösen Kommunisten. Wenn es um die Russen geht. Danny, falsches Programm. Gut, was steht an sich auf dem Plan? Genau, Störsender bauen, warten, wie das Treffen läuft, denke ich erstmal, oder? Was müssen wir denn bei diesem blöden Turm noch machen? Den müssen wir uns noch überlegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir den kaputt machen. Ob wir dann wirklich den Strom einfach ausschalten und das überlassen, dann müssen wir uns das vorher vielleicht mal angucken. Damit wir sagen können, wie wir das ganz schnell auf die Reihe kriegen, dass wir das überlassen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das können wir ein oder zwei Tage vorher machen, wahrscheinlich. Na, ja. So lange würde ich nicht warten. Jetzt haben wir Zeit und Ruhe. Ja, wenn du jetzt schon reingehst und dann da was manipulierst und dann kommt mal halt so eine Routinewartung, weil die Dinger werden nämlich gelegentlich mal überprüft, dann war's das. Da hat er recht. Aber angucken könnte man sich schon mal vorher einen Plan machen dafür. Ja, das kann man machen. Also zwei Tage da stehen, der X-35-Ship, der fehlt uns aber just in dem Moment. Oder. Warte mal. Spielleiter. Energia. Macht das wahrscheinlich nicht, oder? Also ich wüsste keinen, der damit weniger zu tun hat.
Also Rabutnik macht einen Strom und das Ding selbst ist von Erika? Irgendwas mit Neonet. Ja, es hätte ja sein können. Mir geht's nur um die Verlaufspläne der Stromleitungen in den Gebieten. Die hast du nicht. Ich weiß, dass ich die nicht habe. Die Frage ist, könnte Energia die haben? Energia ist ein... Ich weiß, dass das echt fies ist, aber das ist ein Logistikding. Die hatten mal die Stromversorgung und Gaswasserscheiße hatten die auch, aber Rabutnik hat das alles weggeholt. Okay, das... gut. Aber wenn sie es mal hatten, wie lange ist das her, dass Rabutnik denen das weggeklaut hat? Sag mal, steht im Forum und das gucke ich auf jeden Fall nicht nach. Das ist ungefähr 15 Jahre her oder so. Okay, das heißt, da werden die ganzen... Stand dieser Turm da schon? Nee. Okay. Da dann gab's doch noch gar keine, oder? Keine Ahnung. Doch. Grid Guide doch. Nee, da gab's auch schon einen Wi-Fi-Matrix, ja. Das Problem ist, diese Türme werden auch gerne mal einfach mal nur 2 Jahre hingestellt und dann werden die Beträge mit den Häusern gekündigt und dann kommen die aufs Nachbarhaus. Den weil Turm die da günstiger gibt's sind. Noch nicht so lange, also. Nee, ist okay. Ich hatte nur im Sinn, meinen ehemaligen Stricherkameraden mal wieder anzurufen, der ja jetzt bei Energia arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Arbeitet, hatte, das hab ich vergessen. Ich hab's mir aufgeschrieben, wo er jetzt arbeitet. Ich muss ihn nur finden. So. Ja, bei Energia ist er jetzt Geologe. Dass er Geologe ist, weiß ich. Genau. Energia ist der Geologe, Alter. Ich war aber echt besoffen. Weiß ich nicht. Du hast mir gesagt, er arbeitet bei Energia und die machen irgendwie auch so Land- und Bla-Vermessungen. Aber da Energia noch für den Transport zuständig ist, das heißt unter anderem vielleicht auch noch mit den Zügen und dem ganzen Schienensystem und dem ganzen U-Bahn-System zu tun haben, ergibt das sogar noch Sinn. Ich sag einfach ja. Okay. Schade, dann kann der mir nicht weiterhelfen. Nee. Aber keine Angst, hätte er auch so nicht gemacht. Naja, das dachte ich mir fast. Aber wenn das alt gewesen wäre und es nur alte Pläne von vor 10 Jahren gewesen wären, dann hätte er es vielleicht noch gemacht. Nee, war schief spukt. Okay, dann kenne ich auch niemanden mehr, der da weiterhelfen kann. Dann müssen wir uns das selbst angucken. Gegebenenfalls. Aber wir haben ja auch noch so eine schöne Karte. Mal gucken, wie lange die hält. Ja, würde ich sagen, wir uns mal den Mast vor Ort angucken, ne? Das ist also der Elektroanschluss. Nur zur Klärung. Die Karte ist für den Mast absolut irrelevant, ne? Ja, für den Mast schon, aber wenn es um Kanalisations- und Versorgungsräume geht, die sich unter der Erde befinden, vielleicht nicht. Ah jo. Wenn die fürs Hoch- und Tiefbauamt zuständig sind und sowas, dann kann es sein, dass sie zumindest auch eine Zugangsberechtigung dafür den ganzen Stromscheiß haben, der den ganzen Mist da versorgt. Du warst weg, aber ich habe eine ganz wichtige Frage gerade. Habe ich euch gesagt, die Karte ist von Energia? Nein, die ist nicht von Energia. Gott sei Dank. Gut, dann warst du bloß weg und ich habe komische Dinge verstanden. Nee, die ist von Rabutnik, die Karte. Gott sei Dank, ich habe an mir gezweifelt. Habe ich gesagt, dass sie von Energia ist? Wenn ja, tut's mir leid, da habe ich mich verdingst. Aber nee, das war eine Rabutnik-Karte, die wir haben. Jutti. Also, ihr fahrt dahin. Denke ich. Wir machen uns vorher hübsch. Wir haben ja noch Uniformen. Genau. Da können wir nur... TikTok gibt's einfach keine Legitimation. Ich kann ja, wie soll ich sagen, im Auto bleiben und euch von da aus... Hallo, das ist hier quasi Papatag. Arbeit. So eine Scheiße gibt's nicht. Was? Es gibt keinen Tag mehr, wo man seine Kinder zur Arbeit mitnehmen darf?
Rabutnik ist ein Familienkonzern und um deine Familie wird sich gekümmert. Die nimmst du nicht mit zur Arbeit. Das ist nichts für Kinder. Die brauchen Bildung, Früherziehung, Bildung und Früherziehung. Die brauchen Irina Pavlov Gedenkschraubenschlüssel. Die brauchen nicht, dass die... Hallo? Ja, schon, aber hallo, wenn die... sieht er halt nicht so wirklich aus wie ein Kind. Ganz besonders Irina Pavlov Gedenkschraubenschlüssel. Ich finde das immer noch wunderschön. Also er sieht aus wie ein Kind, aber er ist halt nur 1 Meter groß, Alter. Was ist denn das für ein Kind? Ein Kind von 8 Jahren mit 1 Meter? Das ist ja einfach der übelste. Ja, wenn ein Kind von 8 Jahren gucken weißt, darf, was mit 8 Jahren ist, was Papa so tolles auf der Arbeit für den Konzern macht, ich guck bitte mal. Dich. Nein, das ist so eine Scheiße. Das ist voll gut. Also. Das hält die Leute von der Arbeit ab, schlichtweg. Das kostet Geld. Außerdem muss man dem Kind mit 8 Jahren schon viele wichtige Dinge beibringen. Zum Beispiel, alles ist scheiße, außer Rabutnik. Hallo. Wie gut das geklappt hat, hat man ja bei Jojo gesehen. Ja, das ist ja so ein Randale-Kid aus der obersten Oberschicht. Da kannst du nichts machen. Da hast du immer mal ein schwarzes Schaf. So ein Thrill-Kid. Wenn wir ehrlich sind, ist er das. Ja. Du hast dich da oben noch nur gelangweilt, weil du nicht wusstest, was du mit deiner ganzen Freizeit machen sollst. Mit dem ganzen Geld. Ja, eben. Also raus mit dem faulen Apfel aus der Kiste. Dann hast du dich direkt entschieden, ein bisschen Krawall zu machen und zack, hat man dich abgedeckt. So war das doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Sie hat sich sehr schlecht gefühlt. Ja, aber viele Frill-Kids fühlen sich auch sehr schlecht. Das stimmt. Menschen aber sind ja nicht einfach so übelst asozial. Das stimmt, aber sie hat erstmal niemandem was getan. Dann war sie bei dieser Trollgang und da hat sie auch niemandem was getan. Und dann hat sie diese Schule abgefackelt und hat echt niemandem was getan. Dabei sind nur 3 gestorben, das ist nicht viel. Bei einer Schule von vielen Kindern. Jetzt habe ich auch schon gesagt, die Kids. Die Kinder, die eure Schuhe und eure Comlinks wollten, denen ging es auch sehr schlecht in ihrer Wahrnehmung, weißt du? Du bist genau wie die. Das stimmt. Aber aus mir ist wenigstens was geworden. Nur noch bist du noch ein bisschen reicher als die. Sehr gut. Konsens ist also, Mütze an, Schuhe an, Uniform an, TikTok im Auto. Mit der Verbindung. Easy. Ja, geh da hin. Und dann. Mach doch mal beide Wahrnehmungen sehen, ohne Scheiß. Ich hasse das, wenn du dich so sehr freust. Halt die Schnauze. Halt die Fresse, ich hasse dich jetzt schon. Ich bin übelst kacke. Wir sollten wieder gehen. Nee. Das ist aber jetzt ganz schön Meta. Ich höre da so ein komisches Lachen aus den Wolken. Nee. 2 Erfolge. Für Sehen ohne Scheiß. Mit Sehen ohne Scheiß, oder was? Ja, Sehen ohne Scheiß. Na, das reicht sogar. Also. Ich hatte ja gesagt, da gegenüber falsch sind... Falsch gewürfelt. Egal. Das reicht ja. Also, da gegenüber sind ja ein paar Geschäfte, hat er vorhin gesagt. Da gibt's zum Beispiel auch ein kleines Wettbüro. Zum Beispiel für Eishockey. Und so wem Sachen. Wem gehört das? Ja, keine Ahnung, Alter. Wettbüro Schabrowski. Das gehört doch bestimmt entweder der Worry oder irgendeiner Ortsland. Wem gehört denn das Gebiet hier? Das hier hört erstmal kein, von dem du weißt, aber es wäre günstig, mich in dem Fall aussprechen zu lassen, denn das Wettbüro ist ja nur die Szene, verstehst du? Da kommen ja jetzt Typen raus. Die sind kahlköpfig, die sind schlecht gelaunt, die haben unförmige Gesichter, die Nase ist 70 Mal gebrochen gewesen und außerdem haben sie gute alte Florina-Tattoos. Ich möchte wieder gehen. Die gucken Kaban ziemlich finster an. Er hat geschluckt, oder?
Florina-Tattoos, was war? Florian war die. Florina war die. Florina Böse, ne? War die, die uns den Drohnenregen beschert hat. Mhm. Die uns fast gekillt hätte. Und uns eigentlich nur nicht gekillt hat, weil sie der Meinung war, sie könnte es sich gerade nicht leisten. Mhm. Ich gucke Jojo an, wollen wir wieder gehen? Ja. Okay, wir drehen um und wir steigen ins Auto und gehen. Sie an zeigen weg. Auf den Boden. Ihr seid ja schon ein paar Meter gelaufen vom Auto, ne? Das ist eher so ein Zeichen wie stehen bleiben, du hässliches Wichskind. Mhm. Ich muss das ja nicht unbedingt gesehen haben, oder? Ja doch, ich denke schon. Du hast das gesehen. Oh Mist. Da muss ich wohl stehen bleiben. Na gut, die kommen jetzt ran. Jojo wird mal kurz so beiseite geschoben, die ist uninteressant. Gut. So auf geschmeidige 3 cm Nase zu Nase. Also bei Deli. Ey, du dummes Stück Scheiße, was machst du schon wieder hier? Antworte! Mich umgucken? Ich wollte jetzt auch wieder fahren. Hey, du blöder Ficker, wenn du so kommst, dann werde ich dir hier sofort deinen scheiß Kiefer brechen nochmal. Okay, ich bin weg. Komm auch nicht wieder. Du bleibst hier, du dummes Stück Scheiße. Ich hab mich noch nicht bewegt. Ja, aber ich meine, du hast ja was gesagt, darauf können die antworten. Ja, gut. Was soll die Scheiße? Was schon mal hier? Hast dich dumm umgeguckt? Was willst du hier? Gerade wieder gehen und ich wiederkommen. Ich wusste nicht, dass ich hier bin. Okay, die geben dir jetzt einen Schlag in die Magengrube. Ist okay, wird geschluckt. Okay. Zwiebelt so ein bisschen, aber du hast ja Muskeln und Knochen. Hm? Ausziehen. Du sollst deinen scheiß... Was ist denn das? Deine scheiß Uniform ausziehen, du dummer Wichser. Ich zieh diese Uniform aus. Unterhemd auch. Geh mach! Halt ja, die Uniform kommt dann halt, die das Unterhemd kommt dann hinterher. Jo, die gucken jetzt deine Arme entlang, der eine setzt sich sein Sichtgerät auf, der andere braucht das offensichtlich nicht, weil er cool ist und Cyberaugen hat, nur Idioten haben keine Cyberaugen. Und dann gucken die ganz genau deinen Oberarm an, deinen Unterarm an, dann gucken die dir auf die Brust, ist ein bisschen homoerotisch, wenn wir ehrlich sind, dann deinen Rücken. So, was hast du jetzt hier gemacht? Ich wollte eigentlich... Was du gestern hier gemacht hast? Mir das Gebäude angeguckt. Warum? Weil ich nicht ganz offensichtlich nicht wusste, dass das euer Gebiet ist. Übrigens, das Wettbüro ist ja nicht das Gebäude, das du dir angeguckt hast, ne? Ja. Okay. Und was willst du hier? Hä? Ich zeig auch das andere Gebäude hin, also da wo ich gerade hinlaufen wollte, da einsteigen. Aber ich habe mir das als anders überlegt. Du willst ja einsteigen und willst uns nicht bezahlen, oder was? Ich wusste nicht, dass ich euer Teufel, Entschuldigung, ich habe mich nicht schlau gemacht. Okay, das ist kein Ding. Hinknien. Ich knie mich erstmal kurz hin. Der andere geht jetzt in das Wertbüro, kommt mit einem Baseballschläger raus. Leute, das ist doch nicht nötig. Ich hab doch meinen Fehler erkannt. Halt's mal. War dann jetzt auch. Halt's mal. Das nächste Mal informierst du dich. Und dann lässt der andere den Baseballschläger auf deinen Kopf krachen. Gut, ich glaube, ich sollte da mal Konsti würfeln, denke ich. Du kannst auch deine Panzerung, deine Knochen mit reinnehmen. Das ist sehr freundlich von dir. Aber die von der Kleidung nicht so richtig. Deli ist es. Was macht dein Knüppel für Schaden, Jojo? Weißt du das irgendwie? Ja, das kannst dir sofort gleich sagen. Das ist aber auch kein Baseballschläger, ne? Na, dann guck ich das hier auch nochmal nach. Wir wollen ja hier akkurat sein. Mein Teleskop-Schlagstock macht 'Wo ist denn das hier? Ich bin schneller. Stärke halbe. Das ist sowas von falsch, das kann ich dir gar nicht sagen, wie falsch das aber ist. Aber das steht hier. Dann ist das Unfug.
Dann hast du hast es mir reingeschrieben. Also dein Schlagschock macht nochmal plus 2. Achso, hier steht Stärke Schrägstrich 2. Da sollte ich da vielleicht mal ein Plus draus machen, ne? Ja, und ein normaler Knüppel macht Stärke plus 3, okay. Ja gut. Hast du schon gewürfelt? 5, so, der so ein grober, hässlicher Muskeltyp, der hat schon mal Stärke 4, 7, 10, 5, so, du bekommst 5k auf den Kopf. Jupp. Au. Jupp. Dann treten sie noch ein bisschen in den Bauch, das ist jetzt eher irrelevant, weil ja, das ist ich auch kipp eher auch, halbherzig. Also, auch wenn ich ja. nicht bewusstlos bin, ich kipp um und bleibe bewusstlos liegen. Ja, und dann, deine Augen drehen sich auch so ein bisschen in ungünstige Richtungen, so in Schädel rein. Und es ist schon schwarz. Gut. Dann drehen sie sich erstmal zu Jojo um. Mhm. Und du willst ihm helfen? Ihn hier jetzt wegzubringen, ja. Wolltest du hier einsteigen? Hm. Ich wollte mir erstmal nur angucken, was hier ist. Dreckige Fotze. Die Knie. Ja. What? Yeah! Geil! Also mit Verlaub, er kann dich nicht verfehlen, okay? Wieso nicht? Er trifft die Schulter. Wenn, ich wollte schon sagen, er trifft halt die Schulter. Ja gut, aber ich meine, er kann deinen Körper nicht verfehlen. Das nein, aber dann trifft er sie halt wenigstens nicht am Kopf und verpasst den Schädelbruch. Ja. Du kannst mal Konzi würfeln. Konzi meinst du? Und Toughness. Ja, ja. Auto hat verspiegelte Scheiben, du bist unsichtbar. Einfach 4 Erfolge. Nicht schlecht, du bekommst 3k. Au. Aber Jojo, der Tank hat ja alles zerstört. Ja. Also eigentlich nicht. Aber hey, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es gerade mal mit Edge quasi, nur 5 Erfolge zu würfeln. Du hast Edge mitgewürfelt? Cool. Ja, Mann. Ich glaube, du hast nicht mehr viel, ne? Er hat irgendwann mal wieder bekommen wegen irgendwas, genau, ja. Genau. Easy. Ja, also er trifft nur die Schulter. Mhm. Tut dir anscheinend weh. Mhm. Nein, er bricht ja nicht das Schlüsselbein oder irgend sowas in der Richtung, aber du wirst dann auch umkippen. Dann spucken sie euch beiden noch ins Gesicht und dann gehen sie. Aha. Und, aber vorher werfen sie den Baseballschläger quasi noch auf euch drauf. Schön. Florin, das Wor sind ja ein bisschen aggressiver, musst du wissen. So wie die richtige Wori. Ja. Das, um die Beziehungen nicht noch weiter zu verschlechtern, habe ich jetzt auch nichts gesagt, sondern es über mich ergehen lassen. Ich sag mal, das hätte dir jetzt auch nicht viel gebracht. Nee, aber siehst du, was ich mal hätte machen können, das habe ich vergessen. Ein Selbstbeherrschungswurf, aber ist egal. Zu spät. Nichtsdestoweniger rappel ich mich dann auf und naja gut, zum Glück ist nichts gebrochen. Ist das wahrscheinlich eine Prellung oder sowas? Oh, ich bin so dumm, wir spuren zurück. Wer hatte Waffen dabei? In der Uniform. Da ist kein Platz dafür. Da. Ich bin auch... Ihr hattet da immer Waffen dabei. Jetzt seid mal ganz ehrlich, okay? Nee, ich hatte wahrscheinlich immer noch die Cold America mit, weil die klein ist und sich immer gut in diese Uniform dingst. Ja gut, dann müsstest du die mal aus deinem Charakterbogen streichen. Ich bin eine Waffe. Dann mach ich das. Ich habe extra schon keinen Krieg, keine Schlägerei mit denen angefangen, weil ich genau wüsste, was ich verloren hätte. Hast du nicht mal dein Jagdmesser mit? Da hat er schon recht. Eigentlich hattest du immer irgendwas mit. Ja, meistens sogar mein Jagdmesser schon cool. Na, dann müssten wir das auch mal rausstreichen. Ich bin sogar nett und mach das für euch in der Gruppenkasse, okay? Das ist aber nett. Ich kaufe mir ein neues. Sobald ich wieder fit bin. Na gut, Jagdmesser, warte. 10 Nuyen, ja. Ach nee, das ist ein Dings.
Es könnte trotzdem sein, dass ich versuche, dich irgendwie hochzukriegen, um dich in den Van zu bringen. Wenn ich mithelfen darf, dann tue ich das. Ja, ja. Ich meine, du hast 5K und das ist, also du, Orientierung ist auch so eine Sache, aber die kann dich ja eh nicht schleppen. Du kannst da irgendwie in die Richtung stolpern. Gut. Dann, okay. Dann wird Jojo sogar so nett sein und versuchen, dich im Van noch irgendwie wieder heile zu kriegen, weil auf dem Kopf sieht immer schlimm aus, ist es meistens auch. Mhm, mir ist auch ein bisschen schlecht. Vielleicht würde er sogar noch in eine, Du kriegst eine Plastiktüte. Die würde ich dann voll machen. Einmal voll machen, bitte. Jupp. Wie viel Essenz hast du? 2,5. Okay, warte. Stimmt, dich kann man immer so schlecht heilen. Hm. Vielleicht solltet ihr mich auch erst mit Erste Hilfe heilen. Das aktuelle kann ich aber nicht. Essenz aufgerundet minus 6. Aktuelle Essenz aufgerundet ist also 3. Du kriegst also minus 4, Jojo. Ich habe aber Erste Hilfe, wenn ich helfen kann. Ihr könnt ja beide nacheinander. Nee, der muss zuerst, ansonsten. War's nicht andersrum? Mm-mm. Wenn du einmal magisch geheilt bist, kannst du keine Erste Hilfe mehr machen. Ist ja auch egal, also ihr könnt beide das machen, welche Reihenfolge, ist vollkommen Wurst. Nicht schlecht, also schon mal 1K weg. Wie viel Abzug hattest du mir jetzt gegeben? Minus 3, ne? Minus 4. War da mein Verletzungsmodifikator schon mit drin? Ja. Okay. Okay, es klappt sowieso nicht. Hey, du hast nur noch 4K, easy. Lüpp bei mir. Vermutlich wird das hier bei TikTok eine... Oh Gott. So ein, was man halt dabei hat im Erste-Hilfe-Kit, Scan sein, ob dir schon das Blut ins Schädeldach läuft und dann vermutlich eher medikamentös, Kopfschmerztabletten eher als alles andere. Viel kannst du ja nicht wirklich machen. Ein Pflaster, ja, und die Platzwunde ein bisschen versorgen. Ja, dann gucke ich auch direkt mal nach Flummi. Nee. Wie nö? Nee. Du kannst das besser vielleicht noch ein bisschen beschreiben. Das wäre, glaube ich, ganz angemessen. Es kommt drauf an, was du machen willst. Ich, guck mal, inwieweit kann ich ihr Schulter-Kopf-Region erkennen? Du hast halt Kleidung drüber. Ja, die Uniform halt. Die haben nicht mehr geguckt, ob du Tattoos hast. Naja, gut. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte auch, scheiße, nein. Und dann dachte ich, ah, komm, die ist doch jetzt eh nur irgendeine Fotze. Komm, lass die mal in Ruhe. Naja, Mädchenbonus, irgendeine Fotze, was wird die schon sein? Ja, die hat halt die Rabundikleidung an. Du siehst nicht viel, da ist ja auch keine Blutung oder sowas. Kann ich mal deine Schulter sehen? Nee, geht schon. Okay. Freunde von euch. Ja, sah das so aus? Ja, also auf jeden Fall haben die euch mit Handschlag begrüßt. Hm. Hätte ich ja mal ruhig auch helfen können. Ja, wie denn? Nee, das ist der Teil der Worry, mit dem du dich besser nicht anlegst. Ja, war ein paar viele. Also ich hab mein Rambo-Gewehr zu Hause gelassen. Ja, was? Ja, dann passt auf, rockt ihr euch hier hin, geht zum Arzt, was immer. Ich guck selber danach. Ich hoffe ja, bei mich quatschen die nicht an. Die sind ja jetzt auch zum Glück weg. Ne, hier jetzt erstmal nicht mehr, nee. Ja, sag mal, Kaban, hättest du nicht mal einen Ton sagen können? Was denn? Ich hab doch nicht gesehen, dass die mich gesehen haben. Na, dass du Ärger mit denen hattest. Ich hatte keinen Ärger mit denen. Sondern? Nur das, was wir beide mit denen hatten. Okay, das heißt, sie haben dich aber trotzdem gesehen beim letzten Mal und irgendwie, scheiße. Das heißt, du wusstest gar nicht, dass sie da sind. Nee. Okay. Brech. Ja, wir sind, denke ich mal, mit dem Bumsbulli gefahren, denn der hat ja kann ja die Aufkleber wechseln und so.
Dann setze ich Jojo jetzt mal an Steuer. Und fährt. Du meinst Matrix-Wahrnehmung, wie gut die sind? Yep. Okay. Hackable. Ich sag mal, ich würde mir schon einen Wurf erlauben, aber gerade so. Okay. Dann kann ich das ja eigentlich noch unterwegs machen, oder? Na, die Kameras und Schlösser kannst du manipulieren, ja. Du meinst von dem Haus oder von dem Wettdings? Ey, von dem Wettdings, dass ich die Pfoten mich bescheuert. Ich deswegen habe ich gerade mal nachgefragt, weil ich so viel Angst hatte, dass irgendjemand von uns dumm ist. War zum Glück ich. Okay. Nein, also, so selbst noch gefeuert bin ich noch nicht. Leute, was ist eigentlich mal mit Folgenende? Entschuldigung, wenn ich euch jetzt unterbreche, aber ich guck gerade auf die Uhr, es ist 10:30. Ja, wir machen jetzt noch kurz den Teil hier, was auch immer da rauskommt. Mhm. Gut, dann, aber vorher hätte ich noch einen gewusst, ob da die Elektrik auch ihren eigenen Knoten hat. Das ist halt eine gute Frage. Ich vermute, dass der Scheiß noch verkabelt sein wird. Okay. Dann werde ich mir mal die Marks auf Kamera und Schlösser holen. Dafür forke ich halt meine Angriffe. Ah ja, stimmt. Das lässt sich ja sogar ganz gut machen. Fuck you. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Das ist ja Pflicht. Oh, ich fange jedes Mal so an, ne? Na gut. Ich wollte unbedingt, es ist nicht Pflicht, also ich wollte unbedingt, dass das enden lassen mit dem Fuck you, weil man erkennt ja dann auch daraus, okay, er hat wohl ganz ansprechend gewürfelt. Und dann habe ich jetzt noch irgendeinen Teil weggeschnitten, wo der gesagt hat, ja, okay, das war's erstmal. Und so, Spielabendende, easy. Ich mochte die Szene sehr gern mit, nee, du gibst mir jetzt deine Schuhe. Aus irgendeinem Grund fand ich das sehr in Ordnung. Genau. Und auch das. Es ist ja so, wenn Daly sagt, also wenn Daly einen Moment erkennt, wo man etwas nicht sagen sollte, weil Jojos Gängerstolz dann quasi beschädigt wird und sie zum Angriff blasen muss. Wenn Daly das erkennt, beziehungsweise ihr Karman das erkennt, ja, dann sieht man doch einen Lernprozess. Das war wunderschön. Das hat ja jetzt auch nicht wirklich lang gedauert. Und da sieht man halt auch wieder, worauf wollte ich denn hinaus? Na genau, das, weißt du, das ist halt so, erst kommt der eine durch. Also am Anfang war es ja auch mit Düsse und Billy, da hat ja auch Billy mal kassiert. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang von Ketchup, der alten Kackleiche. Dann hat Kerban kassiert. Ja, und jetzt ist ja TikTok dran. Das ist doch schön. Jojo hat sich ja auch ganz hervorragend verhalten in dieser Folge, aber das wird am Anfang der nächsten Folge dann noch eine Rolle spielen. Da muss ich dann noch kurz was dazu sagen. Wäre ich bestimmt nicht vergessen. Gut. Genau. Achso, ich weiß, dass ich in der 11.9 gesagt habe, dass die Grid Guide nicht so einfach ausknipsen können, dass das und so. Das hatte ich jetzt so auch vergessen. Ne? Also physisch wird es schon irgendwie gehen, wenn sie es tatsächlich über irgendwelche Antennen machen. Bleib, es ist sehr, sehr okay. Und mir ist auch bewusst, ja, wenn man da eine Antenne ausknipst, dann hast du immer noch zwei und so. Das heißt, da hätte ich nicht sagen müssen, dass es reicht, eine kaputt zu machen. Ich habe mich aber dafür entschieden, dass eine reicht, weil ich nicht so viel repetitive Scheiße wollte. Ich kann auch sagen, ja, ihr müsst alle drei ausmachen, aber dann spielen wir halt dreimal dasselbe. Ja, gut. Macht Spaß. Nicht wahr?
Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und The Cheese Mites mit She's My Own Night Peace Garage. Das Videobild ist von Evil Chibi mit dem Titel Doomsday, aber reicht auch scheiße in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milzbros.